Und geprüft. Es ist, wir haben wieder nicht ohne technische Probleme gestartet. Es ist mittlerweile ein Running Gag. Ich mache es wirklich nicht mit Absicht, Axel. Es ist unglaublich. Ich kann es aber erklären, woran es eben lag. Ich kann es erklären, warum wir uns eine Minute verspätet haben. Und zwar die Titel, die man bei YouTube manchmal nimmt mit den Wörtern, so wie heute, einmal Nazi, immer Nazi, die hat Twitch komplett gebannt. Und wenn ich dann versuche, über die Streaming-Plattform OBS das zu versenden, dann meldet sich Twitch und sagt, nein, danke, dieses Thema wollen wir nicht. Wir wollen gute Laune, wir wollen Gaming, wir wollen Bathtub-Streams. Das geht alles, aber einen Mehrwert wollen wir nicht. So, genug rumgehackt auf Twitch. Axel, mein Freund, wie geht es dir? Hallo, mein lieber Philipp. Ich freue mich wieder da zu sein. Gruß in die Runde. Und muss direkt sagen, also ich lebe noch. Ich habe ja in seinem letzten Stream am Freitag angekündigt, dass ich kurz vor meiner Impfung stand, meiner ersten Corona-Impfung. Und war danach ein bisschen enttäuscht. Also ich bin dann nach Hause gekommen und habe gedacht, so, boah, geil, jetzt hast du diesen Mikrochip bestimmt von Bill Gates implantiert bekommen. Der wird doch bestimmt dazu in der Lage sein, den Fernseher zu kontrollieren oder mal vom Bett aus irgendwie den Backofen vorheizen zu lassen. Aber es hat leider nicht funktioniert und ich werde mich mal an die Gates Foundation wenden und einen bitterbösen Beschwerdebrief schreiben, dass wenn sie Mikrochips reinmachen, dann auch welche, die man auch bitte benutzen kann im Alltag. Ne? Axel, ich weiß, meine Community kann mit Ironie ganz gut umgehen, aber viele werden mich dann wieder anschreiben, Instagram, wieso macht ihr Werbung für die Impfung? Ich habe so lange Diskussionen gehabt Ach. unter meinem Post, es nervt so hart. Ich habe dafür keine Werbung gemacht, ich habe gesagt, ich finde es gut, ich will zurück zum alten leben, ich habe es für mich gemacht. Jeder soll das für sich entscheiden. Oh, morgens eine Zigarre. Oh, Naja, da müsste ich nach 10 Minuten den Stream abbrechen, weil ich mal kurz wohin müsste. ehrlich, hat die bei dir tatsächlich dann so die Kaffeewirkung, ja? Ja. Also bei mir nicht. Ich kann von den Dingern 10 Stück wegqualmen und so. Ich musste noch nie wegen einer Zigarre aufs Scheißhaus, ne? Also, Ja. ich habe es von vielen schon gehört, aber selber ist mir das total fremd. Ne? Ja, Aber es ist okay. eine gute Cohiba. Aber wie du sagst, mit dieser Impferei, ich habe ja auch gesagt, von wegen, liebe Leute, ich sage, das ist nochmal leider aufgrund der aktuellen Situation die einzige Möglichkeit, dass Normalität wieder einkehrt. Wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, ich bin da keinem böse. Ich würde sagen, gut, okay, das ist deine Entscheidung, aber dann bitte darf nicht rumgeheult werden, wenn es nicht weitergeht. Aber Aber ich, ne? dieses darunter, bla bla bla, ist einfach, das nervt auch. Diese Diskussion, und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um mit irgendjemandem zu diskutieren darüber. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mein Tag ist schon durchgetaktet genug. Ja, oh, ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, verstehst du, das Ding ist so. Ich raste aus. Wenn ich das bei YouTube sehe, hat er ja den Titel wieder geändert zu dem Thumbnail. Ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt einfach. Ehrlich? Echt? Ja, weil ich dann in OBS muss ich dann den Titel so ändern, dass die Wörter gehen bei Twitch. Ich raste aus im Internet. Ich schwöre dir das. Ich raste aus. Ich raste aus im Internet. Ich habe das nur schnell geändert, damit das bei Twitch auch streambar ist. Aber nächste Woche kümmern wir uns um Discord. Ich hoffe, dann funktioniert das alles irgendwie anders, besser. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde mich ranmachen und ja. Was soll's? Wir haben ja diese Woche haben wir auch schon viel gemacht, auch mit Martin. Martin, mein Freund, ist ja jetzt auch hier im Stream drin, wo wir dann nochmal über Cyberkriminalität hatten. Auch einen lustigen Stream. Auch heute wird es, glaube ich, ein bisschen lockerer mit dem lieben Axel. Axel, meine Handpuppe und ich. Also ich kann alle beruhigen, Philipps Hände und sein Arm waren nie auch nur annähernd in einer Region, die mich als Handpuppe erscheinen lassen könnten. Ja? Ich möchte das nur in aller Deutlichkeit noch einmal klarstellen. Meine Freundin wird vielleicht den Stream sich auch angucken. Also Caro, mach dir bitte keine Sorgen. Das ist alles üble Propaganda, die da verbreitet wird. Ja, Ja, also. Axel, jetzt bist du schon wieder auf dem Propagandazug, weil Dennis Ingo Schulz sagst, du bist schwul und das ist bewiesen. Er sagt ja, nee, das war ein anderer, Deswegen. glaube ich, der sagte schwuler Höhlentroll, aber du brauchst mich ja, weil du alleine keine 2 Sätze zustande bekommst. Ne? Also ich muss auch dazu sagen, es dauert deswegen wirklich immer so lange. Diese ganzen technischen Probleme sind vorgeschoben, weil ich muss dem Philipp immer skripten. Ne? Das ist manchmal kompliziert, weil man alle Eventualitäten ja vorbereiten muss, was an Fragen kommt und so weiter und so fort. Aber es will ja keiner sagen, dass dieser Dennis Ingo Schulz einfach Unsinn erzählen würde. Ne? Also Warte, wenn Axel, der ich komme nicht mehr behauptet, mit. Ich muss ich. kurz auf mein Skript gucken. Warte, ich komme nicht mehr mit. Begrüßung haben wir durch, ne? Ich würde sagen, ja. Okay, alles klar.
Erstmal vielen Dank an die Leute, die heute schon mit dabei sind. Wir freuen uns natürlich, und diesen Freitagmorgen zu verbringen. Ich werde heute Morgen nicht mit Kaffee versorgt. Marisa besucht unseren Mod, die Dori, die ja sozusagen aus der ein Kind rausgeplumpst ist, Karlchen, und besucht die und bringt unser Das hast du sehr charmant formuliert, dieses Wunder der Geburt, ja? Ja, ich sage ja auch immer zu Jordan, wenn er irgendwie was, wenn er mit seiner Mutter nichts machen möchte, dann sage ich immer, denk dran, du bist auch aus deiner Mutter rausgeplumpst, und dann läuft er immer weg. Ja. Das erinnert mich hier an, ich bin ein riesen Monty Python-Fan, du vielleicht auch, aufgrund deiner Verbindung zu England. Kennst du nicht den Film Der Sinn des Lebens, wo sich so eine Szene genau abspielt, ja, mit dem Song Every Sperm is Sacred, Every Sperm is Useful, ja, wo dann so eine Katholikenfamilie... Wir wollen nicht wieder bei Twitch gebannt werden. Das ist ein Kultfilm. Also ja, das ist es gibt dann viele... Dann musst du Twitch deabonnieren, Philipp. Also das ist eine Frage der Ehre, ja. Ja, ich muss eigentlich ein bisschen bremsen, weil Twitch ist sehr empfindlich, was so gewisse Wörter, wie du es eben gerade gesagt hast, du hast es ja Gott sei Dank auf Englisch gesagt, sind die sehr, sehr empfindlich, da müssen wir... Echt, ja? Da müssen wir aufpassen. Also der nächste Bann ist dann irgendwie 10 Tage, dann 30 Tage und dann darf ich Ciao Kakao sagen. Also ist einfach so. Ja, du bist ja da schon mal wegen hier Schweinereien schon gebannt worden, ne? Weil da an dem Doku ja irgendwie hier Frauenbrüste zu sehen waren. Und Philipp, ne? Da würden jetzt auch viele wieder sagen, ja, siehst du mal, gewusst. Ne? Wo er herkommt, und dann zeigt er wieder solche Doku-Bilder. Das lässt schon tief blicken, ne? Axel, du hast ja heute sozusagen das Thema einfallen lassen, rausgesucht. Ist das ein Thema, das dich triggert, sozusagen einmal Nazi, immer Nazi? Also es triggert mich nicht, weil letztlich, ich kann niemandem vorschreiben, was er von mir hält, und dass ich eine sehr kontroverse Persönlichkeit bin, die auch gerne mal provoziert und auch gerne mal so ein bisschen Öl ins Feuer gießt, bekenne ich mich schuldig im Sinne der Anklage. Aber ich denke, es ist wichtig, da sachlich drauf einzugehen, den Leuten mal zu erklären, okay, wenn ihr jetzt behauptet, du bist ja immer noch Nazi oder du denkst ja immer noch wie früher, weil du dies und jenes gesagt hast, weiter entfernt von dem, was ich damals vertreten und gesagt habe, könnte ich eigentlich kaum noch sein, wie ich heute bin. Ja? Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, mal so ein bisschen zu differenzieren und zu sagen, okay, auch wenn man bestimmte kontroverse Themen anspricht, ist man deswegen nicht automatisch immer noch Nazi. Das wäre dann so mein persönliches Anliegen, aber viel wichtiger finde ich es noch, das mal den Leuten auch wieder klar zu machen. Versetzt euch jetzt mal in die Lage von Ausstiegswilligen, ja, an die wir uns ja auch primär mit unserem Programm und unserer Arbeit wenden. Die werden nicht über Nacht eine 180-Grad-Drehung hinlegen können. Ja, die fangen nicht heute an ihrem Weltbild zu zweifeln, an der Szene zu zweifeln, in der sie sich heimisch gefühlt haben, und sagen morgen dann von wegen, ach ja, ich gehe zur Antifa, ja, war alles doof. Ja, das wäre auch nicht authentisch und glaubwürdig. Diese Leute brauchen Zeit und brauchen Gelegenheit, sich auseinanderzusetzen mit ihrem Weltbild. Und jeder Ausstieg ist individuell. Das heißt, ein Aussteiger kann in einem Jahr unpolitisch sein, kann in 2 Jahren bei der SPD landen, kann in 3 Jahren bei der CDU landen oder in 10 Jahren bei der FDP, so wie ich. Das ist völlig individuell. Ja, und die meisten Menschen, die mit Aussteigern umgehen, die haben immer schon so ein festes Bild im Kopf. Die meinen dann von wegen, okay, der ist jetzt raus. Der muss jetzt von heute über Nacht alles konsequent abgelegt haben, was er irgendwie mal hochgehalten hat. Und ne, wenn er dann auch irgendwelche Themen vertritt, die irgendwie konservativ oder wirtschaftsliberal sind, das ist ja auch noch irgendwie dann rechts. Ne? Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Einstellung, weil die Leute kriegen das mit und werden sich natürlich dann umso mehr überlegen von wegen, okay, kann ich in die Gesellschaft zurück und was wird von mir erwartet? Funktioniert das überhaupt? Und so tun sich wieder Fronten auf. Und das ist ganz gefährlich, ne? Also ich muss heute ein bisschen selber den Mod spielen, weil alle Mods irgendwie im Einsatz sind und unterwegs sind. Deswegen muss ich heute selber ein bisschen moderieren, muss ich ein bisschen hier durch die Gegend gucken. Ja, aber es ist ja schon auch eine Sache, wenn wir es auf die persönliche Ebene ziehen, es ist schon eine Sache, die schon hart nerven kann. Ja, also klar, ich habe es ja auch mal erzählt, so kurz nach meinem zweiten Gefängnisaufenthalt habe ich so gedacht, meine Güte, ich möchte jeden überzeugen, dass sie es glauben, dass ich kein nationalsozialistisches Gedankengut, kein Rassismus mehr in mir habe, keine Fremdenfeindlichkeit mehr, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dieses Bild aufgelöst habe oder immer noch daran stark arbeite. Und dann wollten immer Leute so eine Art Persilschein ausstellen, weißt du? Ja, ich tue mich schwer, das zu glauben. Hast du mal Zeit auf einen Kaffee, dann kannst du mir das alles erklären. Axel, wie viel Kaffee soll ich trinken?
Ich kenne das auch, wenn, also es sind ja die Standardfragen, die auch immer kommen. Ich meine, ich bin auf der einen Seite dankbar, dass ein ehrliches Interesse entgegengebracht wird. Da habe ich noch nicht mal was gegen. Also da nehme ich mir auch gern die Zeit, wenn mich Leute ansprechen oder anschreiben, mich auch hinzusetzen und zu sagen, pass auf, Folgendes, jetzt auch ein bisschen einfacher durch unsere YouTube-Arbeit, dass man sagen kann, hier, guck dir mal ein Video an, da habe ich das schon näher erläutert, oder du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, da kannst du sagen, pass auf, guck ins Buch rein, da habe ich darüber gesprochen. Ne? Aber das ist in dem Sinne nichts, was mich triggert oder sagt, was negativ für mich ist. Was ich negativ finde, ist, wenn Ideologen versuchen, dich wieder in irgendeine Schublade zu stecken. Ja? Also ich habe jetzt mittlerweile das Problem, dass diese ganze Antifa-Bubble, die kann mich ja nicht mehr als Nazi darstellen, die stoßen sich jetzt daran, dass ich sage, ich bin Liberaler. Ja, das ist dann immer diese Argumentation, da habe ich Dutzende von Zuschriften bekommen und Hate-Kommentaren, ja, back to the roots und wieder bürgerlich und Kapitalismus, der Nährboden des Faschismus, der hat es immer noch nicht Ja, gelernt. Das okay, sind dann so, ne, so Leute, die erwarten dann von dir, dass du wirst wie sie. aber Ja, Axel, und da kann ich ja noch mit umgehen, weil da weiß ich, das kommt auch aus so einer Art Bubble. Ja, da weiß ich, welches Gedankengut da auch bei dem vorherrscht und da sage ich, dann ist mir deine Meinung egal, weil du erstmal dein Weltbild vielleicht überprüfen solltest. Ja, also da weiß ich, wie krass das kommt. Es ist ja auch diese Vorstellung von den meisten, dass man dann auch irgendwie vom Rechtsextremisten zum Linksextremisten werden müsste oder zumindest zum Hardcore-Linken oder Linken. Und das ist ja eine Sache, die ich auch immer gebe, wenn die Leute mit mir Kontakt aufnehmen. Nee, das musst du nicht. Ja, also solange du dich von diesem rechtsextremen, rechtsradikalen Gedankengut löst, ist das für mich schon vollkommen in Ordnung. Wenn du Menschen nicht mehr herabwürdigst aufgrund einer Gruppe, Aussehen, Religion, Herkunft oder sonst was, ist das für mich schon völlig in Ordnung. Weil es macht die Barriere ja immer höher für die Leute, je mehr Forderungen du stellst. Ja, und letztlich ist auch wichtig, den Leuten zu sagen, hab kein totalitäres Weltbild. Ne? Wenn du sagst, von wegen, das ist meine Meinung, da kann man drüber streiten, darüber kann man diskutieren, aber versuche nicht, die als allgemein verbindliche Wahrheit für alle aufzupflanzen und andere zu bekämpfen, die dir da nicht folgen wollen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was wir jetzt auch gerade hier in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass sich da zwei Lager auftun. Für die einen ist jeder Kritiker von Maßnahmen direkt hier ein Schwurbler und auf der anderen Seite ist jeder Befürworter von Maßnahmen direkt ein Corona-Nazi. Ja, da ist keine gesunde Mitte mehr vorhanden bei vielen, ja, dass da direkt ins ein oder andere Extrem gegangen wird. Auch im Versuch dann immer, ich habe Recht und du musst jetzt die Klappe halten, sonst bist du doof oder hast keine Ahnung oder du bist nicht echt oder du darfst für dich nicht in Anspruch nehmen, dies oder jenes zu sein. Das kommt man immer wieder leider in allen politischen Spektren mittlerweile mit und leider auch in großen Teilen der Gesellschaft. Ne? Ich meine, wir haben ja den Begriff der Postdemokratie gehabt vor einigen Jahren. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Nochmal bitte, ich habe den. Postdemokratie. Das Nein. bedeutet, dass damals befürchtet wurde, dass die Demokratie sich selber überlebt hat, weil die Menschen keinen Anteil mehr daran nehmen. Dass quasi jeder sich eher um seinen eigenen Kram kümmert und sagt, ach, Politik will ich nichts mit zu tun haben, dass die Leute müde werden und sagen, ich kann ja eh nichts mit meiner Stimme ändern und nicht mehr aktiv werden, sich auch gar nicht mehr politisch Ja, beschäftigen, gut, weil sie diese so mit sich Phasen haben selber wir ja beschäftigt. immer wieder. Genau, aber mittlerweile muss man sagen, ist diese Phrase ja vom Tisch, weil jetzt das andere Extrem eingetreten ist, also aus der Lethargie, der Agonie von vielen Menschen ist jetzt wirklich dann wieder so ein Feuer entstanden, was aber dann ins genaue Gegenteil umgeschlagen ist. Ja? Also man ist nicht mehr daran interessiert, in der Politik mitzumischen, sich zu informieren, am Diskurs teilzuhaben, sondern man ist direkt so radikal und so extrem und sagt, meine Meinung ist die allein gültige und alle müssen jetzt so denken wie ich oder ich bekämpfe dich. Ne? Das ist leider mittlerweile draus geworden. Also die Postdemokratie, das ist vom Tisch meiner Ansicht nach. Stattdessen haben wir es jetzt zu tun mit einer unglaublichen Polarisierung auch der Bevölkerung wieder im politischen Diskurs, ne? Also auch an den Chat, wir werden nachher auf die Fragen im Chat noch eingehen. Wir werden erst ein bisschen durch die Gegend drehen und dann gehen wir auf die Fragen alle ein. Ganz viel drin, ganz viel Zuspruch auch. Dankeschön, Leute, dass ihr diese Reise mit uns mitmacht. Das unterstützt uns natürlich auch und motiviert ganz viele. Ich kann es euch sagen, wir haben die Woche, habe ich mehrere Personen an gewisse Ausstiegsprogramme auch vermittelt, habe die weitergeleitet. Das heißt, das, was wir hier machen, danke an dich, Axel, danke an die Community, danke an die Mods, die das hier machen, dass wir Menschen dazu bewegen, eine Veränderung einzuleiten. Ich hatte auch diese Woche zwei Kontakte aus der linksextremen Ja. Szene, mit sehr ähnlichen Lebensläufen, mit gleichen, sage ich mal,
die haben die Videos konsumiert, meine Serien bei YouTube und haben gesagt, es war sehr, sehr ähnlich bei uns, die gleichen Gruppendynamiken, die gleichen Sachen untereinander, die Musik, welche Rolle die gespielt haben, die Treffen, Feindbilder aufbauen, sehr, sehr ähnlich. Und da freue ich mich natürlich auch, dass das Wirkung zeigt. Da kann ich ähnlich sagen, ich habe dir das, glaube ich, auch mal geschickt gehabt. Mich hat sogar mal jemand angeschrieben, der vor 20 Jahren geplant hat, mich und meinen damaligen Mentor in der Szene, Thomas Brehl, tatsächlich zu überfallen. Und er sagte auch, ja, wenn das damals geklappt hätte, da hätten wir euch wahrscheinlich sehr, sehr schwer verletzt und euch ja schon richtig einen mitgegeben. Hat er sich auch für entschuldigt, sagte auch, ich bin jetzt auch da raus und habe mich auch gewandelt, kann vieles von dem, was du erzählst, nachvollziehen. Und das bestätigt immer auch so ein bisschen, wofür du und ich ja auch mal wieder kritisiert werden, für die sogenannte Hufeisentheorie. Es geht nicht darum, etwas moralisch gleichzustellen. Ja, mir ist völlig klar, dass ein Linksextremist oder ein Islamist andere Ansprüche hat als ein Neonazi, ja, und andere Weltbilder auch im Kopf hat, obwohl die Feindbilder mitunter ja identisch sind. Es geht darum, dass die Mechanismen, wie du sagst, die gleichen sind, die Gruppendynamiken sind die gleichen und auch die Gründe, warum Menschen in diese extremen Szenen gehen, sind identisch. Ja, und das anzusprechen, das ist wichtig und richtig, ja, weil da darf man nicht moralisch aufwiegen und sagen, ja, okay, der eine Extremismus, der will aber aus meiner subjektiven Einstellung was Besseres ermöglichen als der andere, deswegen ist der nicht ganz so schlimm. Nein, Extremismus ist immer falsch, ist immer schlimm, egal woher er kommt, liebe Leute. Ja, und dafür könnt ihr mich gerne kritisieren. Ja, aber hakt euch doch nicht immer daran fest, dass ihr dann sagt von wegen, ja, hier Linksextremismus, die zünden nur Sachen an. Also ich bin selber oft genug angegriffen und zusammengeschlagen worden. Schon als halbes Kind habe ich ein Messer an den Rücken bekommen im NPD-Wahlkampf. Also auch das ist ein Problem und da spielt es auch keine Rolle. Darf man auch ansprechen. Ja, eben. Und es spielt da auch keine Rolle, jetzt aufzuwiegen, dieser Whataboutism. Ja, wer ist jetzt schlimmer, wer hat mehr getan und die haben mehr umgebracht und dies und jenes. Das ist, weiß ich nicht, das ist genauso dieses Aufwiegen, wie ich es aus der rechtsextremen Szene kenne, wenn der Holocaust geäußert wurde. Ja, aber die Amerikaner, die haben auch und da wurden Deutsche umgebracht und. Jedes Opfer ist schlimm, liebe Leute. Jede Gewalt ist falsch und jeder Extremismus muss bekämpft werden. Ja? Axel, wenn wir aber zu dem Weltbild kommen, was ist denn die erste Sache, die du dir, also hast du irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du irgendwas Besonderes überdacht hast in deinem Weltbild? Dankeschön, Marco, Dankeschön. Happy Birthday habe ich erst Dienstag. Dankeschön. Gab es so eine Sache, wo du sagtest, okay, hier fing der Irrweg an oder diese Sache, damit kann ich mich gar nicht mehr identifizieren, also irgendwie so, oder war es ein Gesamtkonzept oder hast du dir auch Punkte rausgepickt und sagst, okay, an denen arbeite ich, wie muss man sich das vorstellen, weil viele Leute können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie überarbeitet man so ein Weltbild, wie hinterfragt man sich selber? Ich muss dazu sagen, also ich muss leider auch sagen, ich bin zwar sehr eitel und halte mich manchmal für einen kleinen gerne groß, ja, aber ich hätte es nicht alleine geschafft ohne die Hilfe, die ich mir gesucht habe. Ja. Also das Aussteigerprogramm, in dem ich gewesen bin und auch mein Freund, der André Schäfer, der Sekten- und Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen Kirche im Rheinland, die haben sich intensiv mit mir auseinandergesetzt, die haben sich hingesetzt, die haben unzählige Gespräche geführt, die haben kritische Fragen gestellt, die haben mich auf Denkfehler hingewiesen. Und das war natürlich so ein Prozess, das ist ja so ein bisschen wie ein Domino-Effekt. Ja, ein Extremist, der kann immer alles erklären, weil er die Realität selektiv wahrnimmt. Ja, man nimmt also das wahr, was einen bestätigt und alles andere, das ist dann Lüge oder falsch oder manipuliert. Ja, also das ist ja ein ziemlich einfaches Weltbild, was so Extremisten auch haben. Und egal, was passiert, es ist in dieses Weltbild integrierbar, weil man eben dann subjektiv dann Dinge wahrnimmt und andere ablehnt. Ja, das macht es auch so schwierig. Das ist ja auch mal der Kritikpunkt, der uns gegenüberkommt. Warum sprecht ihr nicht mit Extremisten? Ja, weil wenn sie nicht die Bereitschaft haben, sich zu ändern, weil sie noch nicht so weit sind, zugeben zu können, dass ihre totalitäre Ansicht, ja, eben nicht die Wahrheit entspricht, sondern eine subjektive Meinung darstellt. Ja, wenn sie aber davon ausgehen, Wahrheiten zu vertreten, so wie ich und du das getan haben, da kommt man nicht gegen an. Ja, das ist, weißt du, wenn wir uns vor eine Wand stellen und darüber diskutieren von wegen, okay, die Wand ist jetzt weiß und ich sage, nee, die ist beige, hat man irgendwo noch einen Konsens und kann darüber streiten. Ja, wenn du dich aber hinstellst und sagst von wegen, aber da ist gar keine Wand, ja, was willst du da machen? Wo willst du da diskutieren? Ja, die Frage ist trotzdem, wenn wir es auf die persönliche Ebene mal heben, was, glaube ich, die Leute ja immer wieder interessiert ist, auch, das habe ich auch immer in meinen Webinaren, okay,
Wie sieht so ein Moment aus? Also, wie ist die Gefühlslage dabei? Wie lange dauert so ein Prozess? Das sind ja so Fragen immer, ja, was überarbeitet man? Überarbeitet man die Taten, den Umgang, die Leute? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Was habe ich geglaubt? Also, ich würde das so ein bisschen mehr so mal. Also, du redest ja im größeren Kontext, ja, also... Ja, persönlich, ich weiß, was also du meinst. Ich kann jetzt, bei mir ganz, ganz persönlich, kann ich sagen, war es mein Menschenbild, ja. Ich habe Menschen ja immer dann aufgrund meiner Weltanschauung klassifiziert, ja. Das war immer dann so von wegen, der ist gut, ja, der ist böse und das wurde allein an rein äußerlichen Merkmalen oder an subjektiven Einschätzungen festgemacht, ja. Wenn jetzt jemand gesagt hätte von wegen, okay, ich bin gegen jemanden, den du gut findest, dann wäre der für mich ein Feind gewesen. Ich hätte mir gar nicht angehört, wieso, warum, weshalb, weil ich mir gedacht habe, wieso, ich habe doch recht, ich kann erklären, warum ich recht habe und was der erzählt, der ist verblendet, der ist doof, der hat keine Ahnung, der ist gekauft, der ist ein Feind, der muss niedergemacht werden, der muss bekämpft werden. Ja? Und dieses Menschenbild ist irgendwann aufgebrochen, weil ich gemerkt habe, ja, wenn ich mir jetzt wirklich mal anhöre, was Menschen auch an anderen Meinungen zu sagen haben, kann ich davon was mitnehmen, kann mich selber in Frage stellen, muss auch oftmals zugeben, da hast du verdammt falsch gelegen. Ja? Also unter anderem jetzt auch der Israel-Palästina-Konflikt. Ich war damals ein absoluter Israel-Feind. Ja? Für mich war Israel, egal was die gemacht haben, egal aus welchen Gründen, wäre für mich, ach, die Juden, der Zionismus, Apartheidstaat, ja, Mörder, Verbrecher, waren sie schon immer historisch. Guckt euch an die Schriften aus der Historie, das ist eine klare Linie. Ja, und wenn man da das größere Bild sieht, da kann man sagen, ja, so einfach ist es nicht und das stimmt nicht. Ja, das ist einer von elementaren Punkten jetzt auch gerade tagesaktuell ist. Aber genauso, wie ich gesagt habe, Deutscher kann nur sein, wer deutsche Eltern hat. Ja, Deutscher ist derjenige, der das gleiche Blut hat. Ja, da habe ich auch damals dieselben dämlichen Phrasen gedroschen, die uns jetzt heute geäußert werden. Ja, wenn jetzt hier im Pferdestall eine Kuh geboren wird, dann wird sie doch nicht Axel. Zu Pferd. Ja, muss man ja, sagen, weiß, das war damals die Idiotie, die ich auch vertreten habe. Und irgendwann merkt man mal, was ist denn Deutsch überhaupt? Ja, was hat eben eine reine Äußerlichkeit damit zu tun? Willst du einen Menschen jetzt aufgrund von reinen Äußerlichkeiten beurteilen? Und dann merkt man auch mal, du willst das ja selber für dich auch nicht. Ich möchte auch als Mensch gesehen werden. Axel, ich bohre jetzt mal, so ein bisschen nach oder ich berichte das vielleicht auch mal. Es geht mir ja noch mal um diesen emotionalen, vielleicht die Reise, wo sie anfängt. Also hattest du keine Momente, also ich hatte ja so Momente, besonders nach den vielen negativen Ereignissen, auch der Verfolgungsdruck immer wieder muss auch bei mir genannt werden, das ist auch wichtig, auch wenn die Leute es nicht so gerne hören. Ich erinnere mich an Momente wirklich, wo ich zu Hause war und dann auch mal stille Momente hatte und dann wirklich gesagt habe, meine Güte, soll es das sein, Philipp? Also wirklich so... bevor ich überhaupt das Weltbild angepackt hatte, ja, also meine Menschenfeindlichkeit, war es wirklich so, dass ich, wenn ich mal ruhige Momente hatte, die es dann auf einmal gab, Martin, Dankeschön für den Support, auch an alle anderen, dass ich zu Hause saß und habe gedacht, das ist es das jetzt. Sollen das die Leute sein, mit denen du nachher mit 30, 40, 50 umherhängen möchtest? Also so mal dieses, hattest du auch so emotionale Momente, wo du mal irgendwie auch, man hat ja, das muss man ja sagen, das, was so präsentiert wird von vielen, ist ja so, jetzt auch beim modernen Rechten, die sich im Internet präsentieren und so, die präsentieren ja auch so eine hippe, tolle, gute Laune, irgendwie so, ja. Und auch du wirst deine Hochgefühle gehabt haben nach einer Demo oder sonst was, kommt nach Hause, was für ein Erfolg oder was weiß ich. Aber bei mir war das wirklich so, in diesen stillen Momenten, wo ich zu Hause war und wieder irgendwas war in den Gruppen und ich glaube, da ist so bei mir das gestorben, dass ich das, oder vielleicht habe ich mir da noch nicht eingestanden, irgendwie will ich irgendwas verändern. Hattest du auch so Momente einfach, also ja, bevor du... Ich hatte tatsächlich eine regelrechte Depression nachher. Ich habe also wirklich, jetzt kann ich es ja sagen, Veranstaltungen, wo ich als Redner angekündigt war, wo ich mir Ausreden ausgedacht habe, da habe ich eine Magen-Darm-Grippe erfunden und gesagt, hier, komm, ich kann nicht kommen, ich muss mich heute entschuldigen, weil ich das einfach nicht mehr fertig gebracht habe, mich dahin zu stellen und dieses Bild abzugeben und den Leuten zu erzählen, ihr seid die Elite, ihr seid die Zukunft Deutschlands, wo ich schon von der Szene die Schnauze voll hatte. Das war noch kein Bruch mit der Weltanschauung, weil da hat man sich das noch sehr einfach gemacht oder ich habe es mir sehr einfach gemacht, indem ich immer gesagt habe,
Ja, das liegt ja nicht an der tollen Idee, die du vertrittst, oder auch nicht an dir, das sind ja die anderen. Die anderen sind ja, ach, alles schlecht geworden. Und das war auch so die erste Begründung, die ich abgegeben habe in Vernehmungen mit der Polizei, wo ich dann mich entschlossen habe, dann die Segel zu streichen und einen Cut zu machen, wo ich dann erstmal sagte, ja, ich bin mit der Szene nicht mehr zufrieden. Ja, und ja, ich habe auf die Leute keinen Bock mehr. Ja, aber natürlich war das ja auch mein Selbstbild, von dem ich gelebt habe. Außer diese Szene hatte ich nichts anderes. Ich war, kann es nicht anders sagen, ein besserer Penner. Ja, ich habe dem Staat auf der Tasche gelegen. Ich habe von der Hand in den Mund gelebt. Ich habe kein schönes Leben geführt. Ich will mich jetzt nicht als Opfer darstellen. Das war natürlich meine eigene Entscheidung. Ich habe das ja auch glorifiziert und sogar auch von anderen abverlangt. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, so wie du sagst, das kann es nicht sein. Ich habe auch nach innen dann kommuniziert. Ich so, pass auf, ich muss gucken, dass ich ein bisschen was anders mache, dass ich vielleicht ein Standbein bekomme, auch mal ein bisschen Geld verdiene und was anderes mache, als nur diesem Hamsterrad zu laufen. Das war für mich tatsächlich irgendwann, ja, eine Verpflichtung, die man hat, an die man auch geglaubt hat, weil es ja wichtig ist. Es steht ja Deutschland, das Überleben des Volkes auf dem Spiel. Und wenn du jetzt einbrichst, dann haben die anderen gewonnen. Dann bist du auch ein rückgratloser Schwächling, ein Feigling, ein Versager. Ja, und da hat man natürlich so Brüche, wo man sich dann selber, wo man merkt, man will nicht mehr, man kann nicht mehr, wie der letzte Penner War vorkommt. Ja, und das? man denkt von wegen, was bist du für ein Idiot? Und umso fanatischer will man ja dann wieder nach außen zeigen, nein, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Aber so im stillen Kämmerlein habe ich mir schon immer die Frage gestellt, wie soll das werden? Ist das dein Leben? Ja, immer darauf zu warten, dass die nächste Anklage kommt, dann gehst du wieder im Knast. Ja, dann bist du auf das Wohlwollen von irgendjemandem angewiesen, dass er ihm einen Fünfer zusteckt, damit du am Ende des Monats dir eine Tütensuppe kaufen kannst, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und das war so der erste Punkt, wo ich erstmal gemerkt habe, okay, dieses Leben, das tut mir nicht gut. Und dann habe ich auch mal den Blick auf meine Familie gerichtet. Ja, also meine Mutter hat schwer gelitten, wo ich in Haft war. Die hat immer fürchterliche Angst um mich gehabt. Ja, die hat ja auch mit ansehen müssen, wie mir schon mal der Schädel gespalten worden ist von Linksextremisten. Die hatte auch immer tierische Angst um mich. Ja, und Nimm das waren keinen auch so L, Dinge, Dankeschön. wo man sich dann mal gefragt hat, von wegen, was tust du erstmal A, dir an und was tust du anderen an? Ja, und das hat immer noch die Weltanschauung in dem Augenblick nicht in Frage gestellt. Ja, es war halt immer dann so, ja, aber das ist ja dann, wie gesagt, so ein Dominoeffekt, weil irgendwann hinterfragst du ja, okay, was du da gepredigt hast, was du da Aber gewollt Axel, hast. hattest du auch eine Sorge? Eine Sorge bei mir war natürlich so in dem Sinne, wenn du jetzt eine Veränderung eingehst und das ja irgendwie aussprichst und es bekannt wird, das ist ja so, ne, es ist ja, hat viel, Nadine, Dankeschön, hat ja viel damit zu tun, auch so, was Leute über einen sprechen. Ja, vorher war es dir wahrscheinlich auch sehr wichtig, wie du gewirkt hast, ja, wie über dich auch gesprochen wurde. Wurdest ja auch trotzdem auch intern kritisiert, damit kenne ich mich ja nun auch aus. Aber war das auch so ein Gedanke in dir und sagst, okay, wie gehe ich damit jetzt um, wenn gewisse alte Weggefährten dann anfangen, über mich zu sprechen und wie ich dann wirke, wie ich rüberkomme? Das war ja natürlich bei mir ein großes Thema, ja, dieses Außendarstellung, dieses Hypermännliche, dieses Martialische, egal ob so in diesem modernen SA-Schläger-Style, ja, und danach dann in dieser organisierten Kriminalität. Das hat lange gebraucht für mich. Das hat bestimmt 1,5, 2 Jahre gedauert, bis ich mich damit abfinden konnte, dass ich heute ein Volksfahrräder bin oder ein Lappen, Weichei oder sonst was. Aber zur Zeit des Wandels hat mich das schon beschäftigt. Ja, mich natürlich auch. Du kannst dir ja vorstellen, ich bin ja in der Szene auch sozialisiert worden mit 13. Und ich war in meinem Leben nichts anderes als Neonazi, als Berufsdemonstrant, als politischer Soldat, wie ich mich gesehen habe. Und habe in meinem Leben auch nichts anderes gehabt als diese Szene. Also mein gesamter Tagesablauf war darauf ausgerichtet, du stehst morgens auf, du überlegst dir, was für eine Propagandaaktion kannst du machen, zu welcher Veranstaltung fährst du, welche Veranstaltung organisierst du, wie kannst du die Leute motivieren, mitzumachen, wie kannst du neue Leute gewinnen. Ja, das war das, was ich 24 Stunden am Tag gemacht habe. Ja, und das macht dich krank. Das hat mich auch krank gemacht, ja. Und ich hatte da auch wirklich dann irgendwann psychosomatische Symptome, ja. Aber das habe ich halt eben dann umgemünzt, habe gesagt, ja, das gehört jetzt dazu. Wir müssen jetzt die Kämpfer sein, die anderen sind es nicht. Wir müssen das jetzt durchfechten. Und wenn du jetzt aufgibst, wie du sagst, dann bist du ein Lappen, dann bist du ein Versager, dann bist du ein Weichei, dann bist du einer, der den Volksverrätern in den Hintern kriecht und so weiter und so fort. Und da habe ich natürlich mit zu ringen und zu kämpfen gehabt, ja, weil wo ich dann raus war, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo es einfach nicht mehr ging, ja, und ich dann auch dann den harten Schritt gemacht habe und sagte, okay,
komm, du bist jetzt wieder in U-Haft, du kannst jetzt nicht den Märtyrer spielen, du willst das nicht mehr, du willst mit den Leuten nicht mehr, du willst die Szene nicht mehr, du willst was anderes im Leben haben, kam ich mir natürlich vor wie das letzte Stück Dreck. Also das war tatsächlich so. Ich hatte da einen Angela Merkel, absoluten Bruch. Dankeschön. Ne, einen absoluten Bruch hatte ich da und das waren Sachen, die mich natürlich sehr beschäftigt haben, wo man auch mal anfangen muss von null an. Also ich habe von null angefangen, mir ein neues Leben aufzubauen und auch andere Dinge zu leben und wichtig zu finden. Ja, man hat sich damals schon dafür geschämt. Ich war immer schon jemand, der Spaß hatte, zum Beispiel an guter Kleidung oder an gutem Essen. Und das war in der Szene natürlich auch schon was, wo man dann so diesen Verdacht hatte. Ja, das ist ja schon so bürgerlich und bonzenmäßig und dekadent und irgendwann habe ich einfach gesagt von wegen, ja, da ist nichts Schlimmes dran, wenn man aus seinem Leben was Gutes machen will und dann erkennt man auch, dass man das in diesem System, was man so gehasst hat, was man so gekämpft hat, da die Möglichkeiten hat in seinem System, aber überhaupt nicht, weil ich auch irgendwann mir eingestehen musste, dass das, was ich den Leuten gepredigt habe, was ich aufpflanzen wollte, ja, wenn das wirklich Realität geworden wäre, wäre es nichts gewesen, was ich dann noch für gut hätte halten können von meinem Empfinden her. Ja, also der Kopf hat erstmal was anderes gesagt, ja, weil diese Ideologie so fest verankert war. Ja. Das musst du jetzt, das muss so sein und was du da empfindest, ist falsch, da bist du manipuliert oder da bist du schwach oder da hast du einen minderwertigen Charakter. Also genau all diese Dinge, die uns heute auch ja vorgeworfen werden von den Szenegängern, ja, die genau das immer noch behaupten, das habe ich im ersten Moment selber von mir gedacht. Ja, da habe ich auch gedacht, Ja, denkt uff, man, ja. ja. Man muss da eine gewisse neue Stärke kriegen, vielleicht auch ein neues Umfeld, um damit umgehen zu können, ne? Das war Aber mir am ganz Anfang ist wichtig. das wirklich schwer, das sage ich auch Leuten, die Kontakt aufnehmen. Hier bei Twitch schreibt Kriegerlos, schreibt, hab heute wieder eine Mahnung erhalten von Schulden aus dem Parteileben, Szeneleben. Sind zwar nur 45 €, aber du denkst, es kommt wieder und wie blöd man war. Bei mir hilft das auch ganz oft, wenn ich in den Serien drüber spreche und dann die alten Bilder so angucke für die Thumbnails oder so, dass ich mir sage, meine Güte, Gott sei Dank ist das zu Ende. Ja, Gott ganz sei ehrlich, Dank ist für das zu mich Ende. das, für mich, ich schäme mich mitunter. Die Leute fragen ja auch immer, ah, bist du nicht ja stolz darauf, was du gemacht hast oder fandst du das toll? Ich meine, ich bin heute der Mensch, der ich bin, aufgrund meiner Erfahrungen und habe mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Deswegen will ich jetzt nicht ein großes Klagelied anstimmen. Aber rückblickend schäme ich mich dafür, was ich gemacht habe, was ich Menschen angetan habe, was ich mir selber angetan habe, was ich meiner Familie angetan habe und was für Leben ich geführt habe. Wenn die Leute sagen, ja, damals warst du ja wirklich der allerletzte Vollidiot, du warst ja damals wirklich, boah, ich krieg das Kotzen, wenn ich dich sehe, muss ich sagen, ja, geht mir heute genauso. Also wenn ich so alte Videos von mir sehe oder alte Bilder von mir sehe, denke ich mir, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Und ich Ja, weiß ist ja noch, so, ich ist habe so. mich damals, Ist auch ein als ich da. harter Flashback. Also, Ja, das aber ist nicht. ich weiß auch noch, wie ich mich damals ja gefühlt habe. Ich habe mir damals gedacht, ich wäre der Allergeilste. Ja? Ich habe mir damals gedacht, du bist so überlegen, du bist so toll, du bist ein Geschenk an die Menschheit. Ja, und wenn man sich dann heute das wirklich nüchtern betrachtet, muss man sagen, Alter, du warst genau das Gegenteil von dem. Ja? Das ist nichts Tolles gewesen, das war nichts Gutes, das hat nichts Positives gebracht. Ja, und das ist ein schwerer, schwerer Marcel, Schritt, den man sich danke. dann mal selber eingestehen muss auch. Ne? Aber da haben mir auch Leute geholfen, wie du sagst, neues Umfeld. Ein guter Freund von mir ist auch der Dr. Rainer Fromm, der ist halt ein Journalist, der selber auch von sich sagt, ja, der ist klassischer Sozialdemokrat, der ist eher links, der ist Humanist und so, aber der ist auch in meiner Szenezeit, wenn er mit uns gearbeitet hat, für Reportagen immer sehr menschlich mit mir umgegangen. Und der hat mir damals immer schon gesagt, pass auf, wenn du mal Hilfe brauchst, ne, ich sage, deine Politik lehne ich ab, aber als Mensch weiß ich auch, dass du nicht unbedingt diesem Bild entsprichst, wie ich dich persönlich kennengelernt habe. Aber war ja auch ganz wichtig, fand ich. Das sage ich ja auch immer wieder. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich auf Menschen getroffen bin, die erst Philipp gesehen haben und nicht meine Akte in meiner Veränderung. Da bin ich so dankbar für. Ich weiß noch ganz, ich sage mal ganz einfache Schließer in der JVA, die jetzt nicht irgendwie Sozialarbeit machen, ne, in der Psychologie sind oder sonst wo. Auch keine Abteilungsleiter, die dann gesagt haben, ich habe mir deine Akte erst nach einem halben Jahr gezogen, da war ich erschrocken, was da alles drin ist und so weiter. Ich habe dich als ganz anderen Menschen kennengelernt und ich finde das so krass. Und das waren so ermutigende Worte, zu diesen Weg weiterzugehen, weil man darf es ja nicht vergessen, das ist ja ein Weg, der mit der vielen Schritte und nicht des großen Schrittes. Ja, es ist Ja, dieser klar. erste Schritt, der wehtut. Ja, irgendwie, wenn es bekannt wird. Ja, also wenn du dann auf einmal hörst von anderen, ja, Aussteiger und jetzt ist er Verräter und ja, der war nie real und wir waren ja nie drin, Axel, ne? Ja. Also,
Deswegen ist das so wichtig, dann auf dieser Reise auf Menschen zu treffen, die zwar, die immer wieder das auch bestärken und sagen: Meine Güte, hast du dich verändert? Dein Gesichtsausdruck, dein Verhalten, die Sprache ändert sich, ja, die Körperhaltung ändert sich. Also viel ändert sich. Und wenn Leute das registrieren und dir das sagen, ist das so unglaublich. Ja, es empowert einfach. Es gibt dir so viel Kraft, dass du weißt, okay, bei allem Gegenwind gibt es jetzt ganz viele Menschen. Und das muss man ja auch sagen. Diese extremistische Bubble ist sehr klein. Sie ist gefährlich und klein. Ja, aber dann auf einmal habe ich gesehen, oh Gott, wie viel normale Menschen gibt es, ja, mit denen ich ja vorher gar keinen Kontakt mehr hatte und die das jetzt wertschätzen und sagen, wir unterstützen das, egal wie. Ich erinnere mich im Gefängnis, eine Schließerin, die an meinem Geburtstag, den ich Dienstag habe, kam an meinem Geburtstag in meine Zelle rein und sagte so: Herr Staffer, ich will Ihnen einfach gratulieren zu dem Weg, den Sie gehen. Da war ich 1,5 Jahre im Gefängnis. Ich will Ihnen einfach gratulieren. Sie sind wirklich, also ich will ja nicht über mich jetzt positiv sprechen, aber hat dann mir eine Nein, aber Tüte. das zeigt ja Stärke. Das hat ja nichts mit Eigenlob zu Und tun. Das ist ja wirklich Stärke, die du auch da bewiesen hast, dass dich dem gestellt hast. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und da kann auch keiner kommen und sagen: Ach, der beweihräuche ich jetzt selber. Wer nee, schon mal aber in es so einer war. Situation drin war, der weiß, wie schwer das ist, auch sich das Genau. eingestehen zu Und können. sie kam dann in die Zelle und hat mir dann so eine Tüte Gummibärchen geschenkt. Ich habe mich so riesig gefreut. Ja, und das fand ich so, das sind so Momente, die ich nicht vergessen werde. Weil das war, ja, weil es einfach so unglaublich wichtig ist. Und da hatte ich, ob das Weltbild, das ist ja auch immer so die Frage. Und Leute, denkt dran, wir werden gleich Fragen beantworten. Wir bedanken uns erstmal bei 550 Zuschauern so spontan heute Morgen bei einer Zigarre beim Axel, dass ihr mit dabei seid. Fragen nehmen wir nachher natürlich mit rein. Dass dieses Weltbild überarbeiten war bei mir ja erst der zweite oder dritte Schritt. Das Ja, muss ich bei mir bei, auch. Ja, also. ich denke, es ist aber normal. Also ich sehe es ganz kritisch, wenn jemand von heute auf morgen sein Weltbild ablegen kann. Das funktioniert nicht. Gerade wenn du da sozialisiert wurdest, wenn du da geprägt warst. Und wir waren ja auch schon Führungsaktivisten, nicht einfache Mitläufer. Man hat natürlich dann Dinge, die man immer hochgehalten hat und die auch identitätsstiftend waren. Ja, wie gesagt, meine Identität war halt der Neonazi. Ich hatte nichts anderes. Ich habe kein bürgerliches Leben geführt. Ich habe keine Berufsausbildung gemacht. Ich habe mich um nichts anderes geschert. Ja, und wenn irgendwo ein Geburtstag war von Freunden oder von Familie, ja, da ist Demo, tut mir leid, das ist wichtiger. Ja, also ich war nur fixiert auf diese Szene. Ja, und dann, wenn man in die Normalität zurückkehrt, wie du sagst, merkt man erstmal, boah, das ist ja erstmal viel entspannter, viel besser. Du rennst nicht die ganze Zeit mit so einer Hasskappe und so einem Anspruch durch die Welt, jetzt andere überzeugen, belehren und bekehren zu müssen. Ja, und dieses Leben und Leben lassen, was mit der Zeit kam, das war sehr wichtig. Und mich hat es auch sehr gefreut, wo ich dann später angefangen habe, Vorträge zu halten und auch Videos zu veröffentlichen, dass mich Leute angeschrieben haben, die mich später kennengelernt haben, die sagten: Alter, ich war schockiert. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass du derjenige von damals gewesen bist. Wenn ich die alten Bilder von dir sehe oder die alten Videos, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das bist. Und das baut einen natürlich auf. Das ist Axel, natürlich eine Sache, wo man sagt: Boah, die ne? ersten Male, wo ich 2016 unterwegs war, wo ich dann für Gefangene helfen, Jugendlichen unterwegs sein durfte im Ehrenamt, war ich in Klassen drin und war da auch mit meinen sozusagen bunten Hawaii-Hemden, klar die Tattoos und so, und da war ich. Und wenn ich dann so ein bisschen aus meiner Biografie erzählt habe, saßen da Jugendliche und sagten so: Glaube ich nicht. Ja, das kenne ich auch. Ja, Also also die dann sagen so heute, okay, ich ja. sehe den Menschen, der jetzt gerade vor mir da steht und du kommst ja nett rein, machst auch einen lustigen Spruch, bist mit, connectest mit jedem, egal Herkunft, Aussehen, sonst was. Und dann habe ich erst angefangen, das auch optisch zu unterstützen, einfach durch Bilder und Videos. Und dass die Leute dann gesagt haben, manchmal hatte ich dann junge Leute, die davor saßen und sagten so, die haben sich mich angeguckt, dann das Bild wieder irgendwie auf dem Whiteboard geguckt. Und haben gesagt, das bist du. Und ich sage, ja, das war ich. Das war ja auch erstmal für mich ein Prozess, mich wieder überhaupt zu akzeptieren. Hattest du auch sowas durch? Also, ich saß ja in meinem Therapiegespräch und da hat ja mein Psychologe gesagt, hat gesagt, Herr Schlaffer, spalten Sie bitte nicht Ihre Persönlichkeit. Das hat er ja schon ein paar Mal gesagt. Er sagt, also akzeptieren Sie bitte Ihre Vergangenheit. Ja, also, ja, weil ich das so weggeblendet habe, mal gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht mehr sehen, ich will das nicht sein, ich will einfach nicht mehr Philipp Schlaffer 1.0 sein, sondern ich will als Philipp Schlaffer 2.0 wahrgenommen werden. Ich hatte damals, ich wurde auch vor die Wahl gestellt, mir wurde angeboten auch dann vom Aussteigerprogramm, dass ich halt ein Komplettprogramm, Identitätswechsel, neuer Name, neuer Wohnort, und wo ich dann aber sagte:
dann läufst du vor der Vergangenheit weg und irgendwann holt sie dich doch ein. Wenn die Leute heute mit mir zu tun haben, ich sag den Leuten auch dann, ich bin's hier nicht auf die Nase nach dem Motto, so, ey, hier, ich war mal der Hitler von Köln. Ich sag dem auch, ja, ich habe früher unglaublichen Mist gebaut, ich habe mein Leben sehr, sehr lange in den Sand gesetzt und so ist es halt. Und mir ist es auch begegnet, dass es am Anfang dann immer sofort hieß, von wegen, ja, der tut jetzt nur so und der hat halt keinen Bock mehr gehabt, in den Knast zu gehen und der verändert sich jetzt ein bisschen, um besser anzukommen. Und in der Selbstfindungsphase, wie gesagt, 2013, 14, wo ich kurzzeitig erst raus war aus der Szene, seit 2, 3 Jahren, da war ich noch nicht so weit, wie ich heute bin, 10 Jahre danach. Das ist ja das, was ich immer sage, so ein Ausstieg ist ein langfristiger Prozess, der geht nicht über Nacht und auch bei mir nicht. Ich hätte vor 4, 5 Jahren Entschuldigung, noch völlig anders gesprochen, als wie ich heute spreche. Ja, und das können viele auch nicht übereins bringen, die dann auch immer ankommen, ja, aber du wolltest ja da das noch irgendwie hochhalten oder da hast du nochmal das und jenes gesagt. Und ich denke, ja, aber Veränderung dauert Zeit. Genau. Und ich vergleiche es immer damit, wenn Leute eine negative Angewohnheit haben. Ja, die einen kauen halt am Fingernagel, die einen rauchen. Ja, und wenn man von solchen Dingen dann versucht loszukommen, ist das schon unheimlich schwer. Und für so eine in Fleisch und Blut übergegangene Ideologie braucht das einfach Zeit. Und da braucht es Normalität. Und was ich immer sage, was ich immer auch den Leuten sage, die in der Prävention arbeiten, ich habe ja auch viele Veranstaltungen gehabt mit Sozialarbeitern, auch mal mit der Telefonseelsorge, die auch gesagt haben, ja, was mache ich jetzt, wenn da so ein Nazi anruft? Viele versuchen dann immer so mit dem Holzhammer so auf moralisch zu kommen und auch politisch zu kommen und zu sagen, ja, jetzt fahren wir mal ins Konzentrationslager und zeigen dir mal, was da abgelaufen ist. Das wusste ich auch vorher schon, ja. Das hätte mich aber eher dann dazu gebracht, so in der Anfangszeit eher zuzumachen und zu sagen, komm, lass dich doch jetzt in Ruhe. Es war die Normalität, es war die absolute Normalität von Menschen, dass man gemerkt hat, du brauchst diesen ganzen Mist gar nicht, ja, diesen ganzen Bullshit, den du da vertreten hast, um glücklich zu sein oder eine eigene Meinung zu haben. Und deine Ansicht ist nicht der Nabel der Welt und du kannst dich auch irren. Ich hätte damals zu meiner Zeit nie gesagt von wegen, oh, da habe ich Mist erzählt, ja, da habe ich mich vertan, da lag ich falsch. Und das kann ich natürlich heute. Heute kann ich sagen, in der Diskussion, wenn jemand sagt, ja, da liegst du aber falsch aus folgenden Gründen, dann höre ich mir das an und kann sagen, ja, da hast du recht. Oder ich kann auch sagen, ich verstehe deine Ansicht, die gestehe ich dir zu, ich sehe es halt nicht so, aber ich habe kein Problem damit. Ja, das ist sehr, sehr wichtig auch. Ja, dass man, aber dieses überhaupt Fehler einzugestehen, war ja für ganz viele auch in den extremistischen Strukturen ja so gut wie unmöglich. Ne? Ja, es hängt ja alles dran. Ich sage ja, also es ist ja so ein Dominoeffekt. Wenn man einmal so einen Baustein rausnimmt aus diesem Konstrukt, was man sich da zurechtgezimmert hat, dann wackelt das ganze Kartenhaus. Ne? Das ist so ein bisschen wie Jenga. Ja? Wenn du zu viele Steine rausnimmst, kracht alles zusammen. Und wenn man dann nichts anderes hat, ja, und auch nur diese Szene hat, nur diese Gedanken hat und dieses Selbstbild hat, diese Identität hat und keine Alternative dazu, dann ist das umso schwerer. Ja, ich bin auch kein Freund davon, das habe ich auch mal schon mal gesagt, da bin ich auch heftig für kritisiert worden. Es gab mal den Fall hier von so einem NPD-Funktionär, der hat über Jahre hinweg, war der Trainer in einer Jugendfußballmannschaft, die auch multikulturell waren, da waren Migranten dabei und alles, der hat sich da nicht politisch betätigt und irgendwann kam natürlich raus, der ist NPD-Funktionär und wurde vor die Tür gesetzt, wo ich mir dachte, ich kann es verstehen, dass dieser Gedanke kommt, aber im Umkehrschluss, wenn ihr demjenigen dann alles nimmt, was er hat und so viel Druck aufbaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich an das hält, was er noch hat, doch ungleich höher, als wenn er eben dann konfrontiert wird. Weiß ich nicht, Axel, weiß ich nicht. Ich bin kritisch, wenn Menschen besonders so NPD-Funktionäre oder so auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ich verstehe das. Ich verstehe es. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das falsch war, nur ich sage halt so als Gedanken. Es kann aber auch dazu führen, zu sagen, okay, ich muss jetzt abwägen, was ist mir wichtiger, meine Arbeit hier mit wirklich Kindern und Jugendlichen oder meine politische Einstellung. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr individuell, Axel. Ich weiß aber, was du meinst, dass sie dann vielleicht sich noch mehr radikalisieren und besonders nochmal verhärten, ja, und vielleicht noch im Extremismus dann auch wirklich dann sagen, okay, jetzt ist mir alles genommen worden und dann wirklich auch zu Mitteln greifen, die wir alle nicht sehen wollen. Das weiß ich. Was ich da aber immer sage, ist, gut ist, wenn man Grenzen setzt und sagt von wegen, hier, pass auf, du beeinflusst hier niemanden, du äußerst hier nicht deine Ansichten, das machen andere auch nicht, dann würde ich auch sofort sagen, okay, der muss weg. Ja?
Aber ihn dann aus was rauszuholen, was ihn noch an die Normalität bindet, was ihn auch in einen klaren Kontrast ja zu seinem Weltbild stellt. Weil ich kann ja nicht Ausländer herausfordern und auf der anderen Seite mit Migranten arbeiten und merken von wegen, ich verstehe mich gut mit denen, das sind gute Leute, die sind hier gut integriert und so weiter und so fort. Das ist ja dann wieder so ein Bruch, den jemand hat. Und wenn man diesen Bruch verhindert, kann man sich natürlich umso mehr darauf fokussieren, ich bin total im Recht, weil man in seiner Lebenswirklichkeit ja gar nicht mehr auf den Prüfstand gestellt wird. Nach dem Motto, du forderst das, aber machst das andere. Na? Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, dass schon Brücken gebaut werden und dass klare Grenzen gesetzt werden, keine Frage. Aber ich bin kein Freund davon, von dieser totalen Isolation und diesem totalen, wir grenzen die jetzt total aus, wir wollen mit Nein, denen überhaupt gar nichts mehr zu tun wir wollen haben. sie Ne? ja auch dazu bewegen, ja zurückzukommen. Genau. Ja, das war ja auch wichtig, das einfach zu sagen, dass man die Chance hat, zurückzukommen, das auch darf. Das ist ja wichtig. Und es geht mit totaler Ausgrenzung, geht das nicht. Ja, sondern man muss ja immer sozusagen die Tür offen lassen, aber halt Grenzen setzen. Ich glaube, ne, da sind wir uns ja einig. Ah, und Aber Toleranzfähigkeit muss halt eben auch da sein. Also du hast ja mal schön das Beispiel gebracht, von einem ehemaligen Dschihadisten wird nicht verlangt, dass der aus dem Islam austritt. Ja? Obwohl man dann natürlich genauso argumentieren konnte, ja, das war doch die Grundlage deines ganzen Extremismus und du musst doch jetzt am besten Buddhist werden oder Religion generell ablehnen und so weiter und so fort. Das ist der falsche Weg. Man muss sagen, was ich auch mal sage, es ist okay, auch rechts zu sein, solange man kein Extremist ist, solange man kein totalitäres Gedankengut hat, solange man anderen nicht mit Gewalt, Ausgrenzung und Hass begegnet. Ja? Nur wenn ich sage, von wegen, okay, ich möchte kein Gendersternchen benutzen oder ja, bestimmte linke Positionen, die jetzt hochgehalten werden, die lehne ich ab, dann ist man kein Nazi. Ja? Dann ist man auch kein ja gut, also Rechtsextremist. das Ja? hatten wir jetzt schon mehrmals ja hier angesprochen, dass uns Ja. die inflationäre Nutzung des Begriffs Nazi, die geht uns auf den Keks, weil sie problematisch ist. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so doll aufwärmen. Da kann man bei Axel auch Videos konsumieren zur, da wurde das wirklich aufgebröselt. Und aber die Frage, die sich für mich ja noch stellt, wie gehst du mit jemandem um, der dir das komplett abspricht, überhaupt dich verändert zu haben? Also, Ich muss niemanden mehr überzeugen. Ich sage auch mal, also ich bin mittlerweile, habe ich auch zugenommen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen die Figur von Oswald Cobblepot, dem Pinguin aus Batman. Und ich sage den Leuten immer: Pass auf, ich bin zu fett, als dass ich durch jeden Ring springen kann, den ihr mir hinhaltet. Na? Und wenn ihr meint, ich wäre heute noch der von damals, dann kennt ihr mich nicht, ist eure Meinung, könnt ihr vertreten, kann ich mit leben. Ja? Und ich muss niemandem irgendwas beweisen und ich bewerbe mich um kein politisches Amt. Ich sage nur meine Meinung. Ich habe auch nicht den Anspruch, mehr Leute von dem zu überzeugen, was ich für richtig halte oder so, wie ich denke, und sage mir nur, okay, wenn du das ablehnst, oder mir hat heute erst wieder einer geschrieben, dann von wegen, ja, du bist ja kein echter Liberaler, und da kam der Vorwurf von uns, ihr seid ja immer noch für autoritäre Systeme, weil ihr die Agenda der Bundesregierung in der Corona-Politik mitgetragen habt, dann sage ich einfach, wenn das deine Meinung ist, ich sehe es anders, ich habe mich dazu differenziert geäußert, meiner Ansicht nach, wenn das aber deine Meinung ist, kann ich mit leben, ich muss dich nicht von irgendwas überzeugen. Ja, wenn du mich ablehnst oder du nicht mit dem klarkommst, was ich sage, du musst dir nicht antun, was ich zu sagen habe. Ja? also ich muss manchmal sagen, dass ich schon manchmal genervt bin davon. Also, dass Leute erwarten, dass ich sie persönlich überzeuge. Ich muss da sagen, ich bin da manchmal genervt von. Ich hab den Anspruch aber Weil, gar nicht. Wenn die Leute das ja, erwarten, muss ich immer sagen, pass auf, das ist dann das Problem der Leute, aber nicht meins. ich Ja, ich weiß, suche ich ja weiß, niemanden, aber hier zu tun zu ich hab's haben. ja auch im Berufsfeld damit zu tun, verstärkt. Und das nervt mich so manchmal, dass dann Leute auch so suchen. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 400 oder 500 Videos hier bei YouTube hochgeladen und sonst was und Instagram. Und dann suchen sich Leute raus, irgendwie ein Satz, der rausgesucht wird, völlig aus dem Kontext gerissen. Und darauf wird dann rumgebasht, wo ich mir dann immer sage, meine Güte. Und dann schreiben die an und dann wollen die diskutieren und seitenlange Mails. Und ich sage, ich kann dich gar nicht überzeugen. Oder willst du das überhaupt, also willst du eigentlich daran überhaupt glauben wollen, also dass Menschen sich verändern können? Ja, was die erwarten, ist, dass man ihnen komplett zustimmt und sagt wegen, oh, du hast recht, ich liege total falsch, du hast mit allem recht, das erwarten die. Ja? Das funktioniert aber mit keinem, das funktioniert mit denen ja auch nicht. Ist ja genau derselbe Anspruch, wenn ich hätte, du musst mir jetzt glauben, ansonsten bist du ein Idiot, ansonsten hast du keine Ahnung, ansonsten bist du ein Heckenpenner. Das ist ja Blödsinn. Ja, und letztlich,
ich bin zwar sehr eitel, ich bin mit mir aber im Reinen. Ja, ich kann in den Spiegel gucken, ich weiß, was ich denke, ich weiß, ich bin heute kein Rassist mehr, ich weiß, ich bin heute für keine Diktatur mehr. Da immer dann so, wie du sagst, so eine Sentenz rauszuholen, ja, das aber belegt, und die stellen das immer in einen großen Kontext und leiten daraus ab, man hätte sich nicht verändert. Ja, und das Schöne ist, was mir sehr viel Kraft gibt auch, dass mich unheimlich viele alte Weggefährten, noch enge Weggefährten angeschrieben haben und gesagt haben, pass auf, ich bin auch seit Jahren raus, alles, was du sagst, kann ich nachvollziehen, und du bist heute völlig anders drauf als früher. Ja, wir hatten ja, die zeigen ja dann, dass man schon die Kurve gekriegt hat, und die Leute will man ja auch primär erreichen, um ihnen zu zeigen, Axel, ich konnte das schaffen und du auch. Wir hatten hier gerade einen Kommentar von Renault1609 bei Twitch. Ich war bis circa 2010 auch in der Szene aktiv und habe auch zig Reden von Axel gehört auf Demos und so weiter. Hätte nie gedacht, dass einer sich mal so ändert. Deswegen Hut ab. Ja, und das sind natürlich wichtige Inputs. Dankeschön, dass du es schreibst, und auch Gratulation an dich, dass du auch die Distanzierung geschafft hast, dass du da raus bist. Ehre geht genauso zurück. Also, wir sind ja schon fast wieder eine Stunde dabei. Ich würde dann, wenn ihr zu diesem Weltbild, zu dieser Veränderung Fragen habt, würden wir die natürlich gerne aufnehmen. Dann würde ich das nochmal aufgreifen, weil Axel ist ja heute wieder nicht im Fragemodus, wenn ich ihn dazu nicht bringe, dann übernehme ich das natürlich gerne wieder. Jetzt überlegt er sich, was werde ich gleich sagen. Hattest du denn eine Sache, womit du ein Problem hattest, also an dem du am längsten genagt hattest, oder was dir vielleicht auch auf der Seele lag, wo du sagst, okay, da lag ich wirklich völlig falsch, oder wie konnte ich das glauben? Also hattest du irgendein Themenkomplex, wo du sagtest, okay, da muss ich echt hart dran? Also der Glaube an die Demokratie, der Glaube an diese Gesellschaft. Ja, für mich war die Gesellschaft ja schwach, doof, manipuliert, uninteressiert, und man hat sich natürlich immer dann auch auf Felder konzentriert, die einem das auch bestätigt haben. Man sagte, ah, guck mal, da ist wieder dies passiert, da ist jenes passiert. Ja, und es gibt immer ein größeres Bild. Es gibt aber auch für jedes Beispiel, was man bringt, Gegenbeispiele. Und da musste ich erstmal dann einsehen, ja, du kannst jetzt ein Feindbild dir aufpflanzen und das auch wunderbar mit 1000 Beispielen argumentativ unterfüttern. Aber es gibt immer Gegenpositionen. Es gibt immer ein großes Ganzes, was du im Auge behalten musst. Ja, und ich habe lange gebraucht, wirklich dann mich dazu durchzuringen, zu sagen, von wegen, nee, der Demokratie, die wir haben, auch dieses System, was wir haben, was ich ja leidenschaftlich und voller Hass und Inbrunst bekämpft habe, ist ein super System. Ich lebe gerne in diesem System. Ja, und wenn es auch viele Fehler hat, ich kann mir kein anderes System vorstellen auf der Welt, in dem ich lieber leben würde, als hier in diesem System, was wir haben. Ja? Punkt. Lülüp schreibt, weiß nicht, ob es zum Thema passt oder schon mal besprochen habe. Wie erkläre ich euch den Wandel von Horst Mahler vom RAF-Mitgründer zum Rechtsextremisten? Naja, Mitgründer ist so ein bisschen vielleicht zu weit hergeholt. Aber ich habe heute Nacht eine Nachricht bekommen bei Instagram, wo jemand mir geschrieben hat, der hat ein altes Video von uns gesehen, glaube ich sogar, Axel, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten, dass es ein Phänomen gibt, dass ganz viele, die früher rechtsextrem, rechtsradikal waren, dass diese wieder zur bürgerlichen Mitte gefunden haben, liberal, teilweise auch Linke geworden sind. Ja. Aber genauso gibt es ein Phänomen, dass ganz viele Altlinke und auch aktive Linke aus den 90ern jetzt eher in die braune Richtung kommen. Das hat mir heute Nacht jemand geschrieben, was er auch bei sich in seinem kleinen Städtchen beobachtet hat, seine alten Weggefährten, die sich dann zum Braun hin entwickeln hat. Und ich glaube, dieser Sprung ist halt auch möglich, also in beide Richtungen. Das ist ja auch schon historisch begründet, wenn du dir mal damals die SA anguckst von der Sozialstruktur, da gab es ja die sogenannten Beefsteak-Stürme, außen braun, innen rot, die also quasi geschlossen vom Rot-Front-Kämpferbund dann zur SA und zur NSDAP gegangen sind. Extremismus liegt nah beieinander, und gerade auch der Linksextremismus und der Rechtsextremismus, also der Neonazismus, in dem wir uns bewegt haben, hat ja identische Feindbilder. Ja, der Feindbild ist die liberale Demokratie, das Feindbild ist der Kapitalismus, das Feindbild ist die pluralistische Gesellschaft. Ja, und Horst Mahler hat ja nie gesagt von wegen, ja, was ich damals vertreten habe, ist völliger Blödsinn, ich bin jetzt ein Brauner. Der hat das ja immer versucht zu begründen, ja, was ich damals vertreten habe, Befreiungsnationalismus, Pro-Palästina, gegen Zionismus und so weiter und so fort, ist heute die logische Fortfolge von dem, was ich hier auf der rechtsextremen Seite tue. Ja, die Leute haben also versucht, keinen Bruch irgendwie offenbar werden zu lassen, indem sie gesagt haben, oh,
ich habe mich jetzt eines Besseren besonnen und bin jetzt von links nach rechts gewandelt. Für die ist das eine konsequente Fortsetzung ihrer gleichen Feindbilder und ihrer gleichen Narrative, nur unter anderen Vorzeichen. Ja, also die Feindbilder, wenn die identisch sind, ist es ja sehr, sehr einfach, von einer Szene zur anderen zu wechseln. Wir haben das damals auch in der Szene sehr oft erlebt. Ich habe das immer sehr begrüßt, wenn Linksextremisten zu uns gekommen sind. Da gab es mir zum Beispiel Lukas Bahls, der war ja auch eher so ein Randale-Linker, jetzt kein weltanschaulich begründeter, aber auch jemand, der eher bei Links mitgemacht hat und dann sagte, oh ja, bei Nazis aber viel geiler, ne? Und da kann man ja auch gut medial ausschlachten, ne? Das schlachten ja dann Extremisten untereinander auch aus, ne? Jetzt hat man die Wahrheit erkannt, ja. Genau, habe ich ja, mein Anspruch war, das ist ja auch, was heute immer mir zum Vorwurf gemacht wird, wenn ich mich gegen Linksextremismus positioniere, das sind ja die alten Feindbilder, wo ich sagen kann, da kann ich drüber lachen. Ich habe damals Linksextremisten zwar kritisiert, weil ich gesagt habe, ja, die sind international, die demonstrieren gegen uns als die einzig wahre Alternative, aber ich habe immer wertgeschätzt, dass ich gesagt habe, auch die erkennen in Grundzügen ja, dass das System falsch ist. Die erkennen ja auch, dass der Kapitalismus falsch ist. Die wollen auch einen Sozialismus halt unter anderen Vorzeichen. Und das waren für mich immer potenzielle Bündnispartner, während ich bürgerliche Leute oder Leute, die an Reformen oder an das System geglaubt haben, viel mehr verachtet und bekämpft habe, als eben dann die Revolutionäre von links, wie ich es genannt habe. Ja? Das ist ja auch immer so ein Trugschluss, wenn ich mich heute gegen Linksextremismus positioniere, dass ich da das gleiche Feindbild irgendwie noch rüber gerettet hätte. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ja, im Gegenteil. Also ich bin damals jemand gewesen, der auch den KDS mitbegründet hat. Das war eine Querfrontorganisation, wo wir gesagt haben, Sozialisten müssen sich vereinigen. Wir müssen gemeinsam gegen das System kämpfen. Wir haben erkannt, was hier alles falsch läuft. Und das war damals so dieser feuchte Traum dann, dass man alle Revolutionäre vereinen kann in einer Front. Habe ich heute überhaupt nichts mehr mit am Hut, auf gar keinen Fall. Ich bin heute bürgerlich, ich bin heute prokapitalistisch, ich bin heute liberaler. Ja, und ich darf es gar nicht sagen, Axel, es tut mir leid. Wir werden ja versuchen, ein paar Fragen durchzugehen. Ja. Axel hat den Wink mit dem Zaunfall. Zaunfall verstanden. Okay. Ich fand eben eine Frage spannend, weil die für mich auch sehr wichtig ist. Jemand hat gefragt, spielte Religion oder Spiritualität eine Rolle? Ja, bei mir war es, ich musste sowieso überhaupt mal wieder Empathie zurückkriegen. Ich war ja selektiv empathisch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt empathisch war. Und für mich war ein wichtiger Schritt, da weiß ja jeder bei mir, dass ich ein Cherrypicker im Buddhismus bin, überhaupt zu sehen, den Mensch wieder zu sehen, die Menschen zu sehen, ja, was... Das war für mich eine, also ich würde es nicht unbedingt religiös-spirituell nennen, sondern ich habe mich da beschäftigt viel mehr mit dem Thema Leid im Buddhismus, ja, was habe ich verbreitet, was bedeutet das, auf seine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, andere Menschen so zu akzeptieren, wenn sie Sachen machen, die mir nicht passen, wenn sie Sachen sagen, die mir nicht passen, wie gehe ich damit um, wie finde ich innere Ruhe, also bei mir war das, hat das eine große Rolle gespielt, dass ich da mich mit Lektüre beschäftigt habe, die mir da geholfen hat, wirklich ein neues Denken zu erschaffen, und das waren ganz viele wichtige Impulse. Ich hatte das auch bei YouTube, hatte ich dann angefangen, Videos zu konsumieren zu dem Thema, also jetzt nicht so Podcasts, die dann im Endeffekt irgendwas verkaufen wollen, sondern wirklich aus dem Bereich des Buddhismus, wo dann Themenkomplexe beschäftigt worden sind, ja, wie gelangt man zu innerer Ruhe, äußeren Stärke und so weiter. Und das hat mir wirklich krass geholfen. Also bei mir war das so. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hattest. Ich habe das eher tatsächlich mit Humanisten gehabt, ja, also jetzt fernab der Religion. Ich bin nie von Religion begeistert gewesen. Ich sage immer, was den Leuten hilft, den Tag zu überstehen und was ihnen was Positives mitgibt, ist mir völlig egal, ob sie das aus dem Islam extrahieren, aus dem Christentum extrahieren, aus dem Buddhismus extrahieren oder ob sie ans fliegende Spaghetti-Monster glauben. Solange sie damit niemand anderen versuchen, irgendwie zu vereinnahmen oder versuchen, jemanden das aufzuzwingen, habe ich damit kein Problem. Aber ich bin selber immer jemand gewesen, der Religion auch sehr kritisch sieht, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ich befürworte ja auch, dass Religionsunterricht komplett abgeschafft wird und durch Ethikunterricht ersetzt wird, ja, weil da wichtigere Sachen losgelöst von einer konkreten religiösen Doktrin verbreitet werden können. Ich habe aber nichts dagegen, wenn jemand daraus was für sich extrahiert, was ihn weiterbringt in seinem Leben. Also ich werde versuchen, eine Frage war noch, kann man unsere rechtsextremistische Szene oder andere extremistische Szenen, Bewegungen vergleichen mit Sekten? Ja, finde ich schon, besonders was die Veränderungen angeht. Ja, du bist in einer Denkbox, in einer Handlungsbox,
ja, man überwacht und überprüft sich gegenseitig, so ist auch das Gefühl, ja, das wird Axel wahrscheinlich auch kennen, ja, was darf man sagen, wie darf ich mich verhalten, all diese Dinge. Ich glaube, dass wenn ich mich damit beschäftige, auch bei YouTube mit Videos von Sektenaussteigern, dann denke ich manchmal, naja gut, also die wären genauso anfällig für den Extremismus gewesen und haben eine ähnliche schwere Veränderung durch, auch mit Druck. Das ist für mich sehr, sehr ähnlich. Ich sage ja, es ist teilweise auch wirklich immer eine Frage, wer spricht jemand als erstes an? Ja, es ist manchmal Zufall, ob einer zum Islamisten wird, zum Autonomen wird oder zum Neonazi wird, wer gerade als erstes da den Köder ausgeworfen hat, weil man muss ja auch begreifen, Rechtsextremismus und Extremismus generell ist primär keine Ideologie, die Leute anzieht. Ja, das ist etwas, was mitkommt, was einem dann so dieses Bild gibt, ich bin der Sehende, der Begreifende, ich habe Ahnung, ich kann meinen Hass, meine Negativität irgendwie ummanteln mit Rechtfertigungsphrasen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und ist auch eine narzisstische Angelegenheit. Ja, ich bin in meiner Szene vor allem ja deswegen auch aktiv gewesen, weil ich mich in dieser Rolle sehen wollte, als Rebell, als Revoluzzer, als Kämpfer, sonst irgendwas. Und Sekten bieten ja auch das Gleiche, sie bieten auch ein Weltbild, sie bieten Gruppe, sie sind auch elitär, ja, sie haben auch Wahrheiten, also das nimmt sich nicht viel. Und Bestätigung einfach, auch die Bestätigung, wenn man das erzählt, was die hören wollen, kann man sich sicher sein, dass man wertgeschätzt wird, dass man hochgehalten wird, dass man sagt, du bist ein Toller, was du machst, super. Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit für Leute, die sich da integrieren und da mitmachen, auch dann Applaus zu erheischen und ein Selbstbild aufzupflanzen, was erstmal einen nicht in die Position versetzt, sich selber auch kritisieren zu müssen. Das tun Extremisten ja selten. Ja, man wird nicht von diesen Wortführern auch des Extremismus hören, boah, da habe ich aber Mist gebaut oder boah, das war jetzt falsch von mir, sondern immer, ich habe Ahnung, ich weiß es, ich habe es richtig gemacht und ihr müsst das auch. Ja, und so wie ich lebe, ist richtig und ich weiß das. Und das ist ja eine unheimlich narzisstische Angelegenheit, die in jeder Form von Extremismus und Sektierertum ja die Haupttriebfeder ist. Ja, weil ob da an diese Doktrin auch von allen so geglaubt wird und ob die überhaupt davon Ahnung haben. Ja, die wenigsten Leute lesen wirklich dann diese Bücher. Die übernehmen das, was Propagandisten, wie ich es war, ihnen mitgegeben haben, mit emotionalen Reden, wo man ja auch immer klar Gefühlsmanagement betrieben hat. Ja, das war ja weniger eine Kopfsache. Ist so. Das war ja immer Gefühlsmanagement. Das ist ja auch heute so. Also ein bestes Beispiel ist ja, wie Extremisten auch gerne ja auf Seelenfang gehen, wenn sie dann gegen Kinderschänder argumentieren. Kein normal denkender Mensch wird sagen, ich bin für Kinderschänder. Ja, wenn man dann sagt, kann man nur zustimmen. Genau, wenn man dann aber sagt von wegen, okay, aber was du jetzt forderst, ist aber falsch meiner Ansicht nach, kommt ja sofort dieser Umkehrschluss, ja, bist du für Kinderschänder? Ja, bist du für Umweltzerstörung? Bist du für Rassismus? Ja, und das ist ja immer auch das Fatale, dass dieses Weltbild Ausschließlichkeitsdenken aufrichtet, weil entweder man stimmt zu, dann ist man Freund, ja, wenn man aber irgendwie kritisiert, ja, unabhängig davon, ob man der Sache an sich natürlich mitgehen würde und sagen, ja klar, bin ich gegen Kinderficker, ja, wenn man dann aber nicht mehr zustimmt, dann kommt sofort dieses von wegen, oh mein Gott, ne, du bist ja aber anscheinend einer, der das irgendwie noch dann gut heißt oder du bist ja einer, der nicht durchgreifen will, du gefährdest damit Kinder, du gefährdest damit das Volk oder was vom Konstrukt auch immer da aufgezogen wird, ne. Also Leute, ihr dürft gerne Fragen in den Chat reinstellen, die thematisch aber ein bisschen passen, falls Leute den Stream nachträglich konsumieren. Also seht mir das nach, dass ich nicht auf alle Fragen eingehen kann. Bitte schreibt das wirklich zum Thema rein und dann passt das, Leute. Querdenken weiß ich jetzt nicht. Querdenken ist ein anderes Thema. Ja. Haben wir aber auch schon oft genug in mehreren Chats schon und in Videos drüber gesprochen auch. Ne? Also von daher sind es auch so komplexe Themen. Wie gesagt, nicht jeder, der da mitläuft, ist Extremist, aber die dahinterstehende Haltung ist meiner Ansicht nach schon extremistisch. Und auch wenn sie dann tausendmal aufzählen können, was sie für gute Positionen damit vertreten wollen oder was sie auch an reellen Missständen kritisieren, das ist ja die Gefahr auch immer. Ja? Das ist ja auch die Propaganda, wie ich sie betrieben habe, dass man einen Punkt herausgreift,
der durchaus kontrovers beurteilt werden kann oder wo tatsächlich Missstände herrschen und den dann verknüpft mit diesem Weltbild, was man hat. Ja, und das ist das Fatale. Das heißt, wenn wir das Weltbild kritisieren, heißt es nicht, dass wir sagen, dass alles, was die erzählen, Unsinn ist oder alles, was die da an Problemen haben oder an Ängsten, Nöten, Sorgen haben, irrelevant sind, ja, oder falsch sind oder nicht besprochen werden dürfen. Die Gefahr ist nur, wenn eben dann zu große Schritte gemacht werden, wo dann eine Gegenposition aufgestellt wird. So oder so, schwarz oder weiß. Es gibt viele Grautöne und die muss man im Auge behalten. Wenn ihr eure alte Nazi-Persönlichkeit nehmt und den tatsächlichen Nationalsozialismus katapultiert, ich meine, du meinst wahrscheinlich rekapituliert, was meint ihr, wie wärt ihr wirklich im NS-Regime klargekommen? Also für mich war das, weißt du, ich habe das ja so heroisiert. Also ja, klar, ja, diese Idealgesellschaft, ich habe mir meine Wahrheit hingedreht, das muss der Superstaat gewesen sein. Alle waren glücklich, Milch aus Bächen, Honigtöpfe standen überall, fliegende Brathändel, alle sind in einer Volksgemeinschaft, alle verstehen sich, es gibt keine Kriminalität und natürlich wäre ich irgendwie, habe ich mich selber gesehen, so komisch das klingt, das jetzt zu sagen, weil man über sich selber dazu sprechen, ist immer schwierig, so, ja, dann irgendwie auch in der Wehrmacht oder in einem Staatsdienst, ja, nicht beim Autobahnbau, da will ich nicht, also da mit der Schaufel da stehen, das sollen andere machen. Also da hat man schon so gedacht, also dann da hätte ich super reingepasst, das muss der Traum sein. Das hat man sich so völlig hingedreht. Also da bin ich ganz ehrlich, da habe ich völlig den Bezug zur Realität völlig verloren gehabt. Ach, natürlich, logisch. Man hat ja so ein Paradies sich vorgestellt und gedacht von wegen, wie du sagst, keine Kriminalität, keine Arbeitslosigkeit, eine Volksgemeinschaft, in der alle glücklich sind. Man hat ja völlig unterschlagen, dass dieser Zwang, dieser Druck, dieser Totalitarismus immer auch dazu führt, dass Menschen eben dann bekämpft, verfolgt, getötet werden müssen, die dem widersprechen oder die dem, dem Weltbild einfach nicht genügen, was man da hatte. Ne, das war ja auch immer dieses alles Kranke, Schwache soll ausgemerzt werden. Ja, wir wollen wieder harte deutsche Männer sein und natürlich hat man sich da toll gefühlt und sagte, ja, unser System ist ja viel besser als das, was wir jetzt haben. Ne? Ohne ja in die Verlegenheit gebracht zu werden, das überprüfen zu müssen. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn dann so ein viertes Reich aufgetaucht wäre und so, dass wir eine der ersten gewesen wären, die mit im Lager gesessen hätten. Ne? Blendet man aus. Also das blendet man auch aus. Ich fand eben noch eine Frage ganz gut. Da wollte ich noch drauf eingehen. Ach, das läuft ja so schnell durch, Leute. Es tut mir leid. Für ein fliegendes Brathändel. Guru, guru, guru. Dankeschön, Peter. jetzt ist hier so schnell durch. Es tut mir leid. Axel, du hast noch einen zweiten Strike. Achte bitte auf deine Sprache. Twitch ist wirklich sehr, sehr... Oh, Entschuldigung. sehr, 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 sehr kritisch. Und der Algorithmus kann das nicht unterscheiden, ob wir hier pro oder contra sind. Ja, ist auch verständlich irgendwo. Und ja, Sie können mit sexuellen Begriffen nicht so um in der Sprache. Das ist leider so. Ich finde es auch blöd. Ja, da siehst du der Beweis, einmal Hetzer, immer Hetzer. Da ist jetzt der Beweis erbracht, dass ich mich überhaupt nicht geändert habe. Ne? Ja, dann ja, schade. Okay, ich habe jetzt Frage, aber ich müsste die Fragen vielleicht, die gerade drin waren, noch die Fragen noch mal reinpacken. So, wo ist das hier? Warte mal ganz kurz. Ja, okay. Also, bitte haltet das Thema. Ja, also Nadine von Facebook, aber wenn man doch am Anfang schon Gewalt ausübt, dann ist das doch ganz klar, dass es nicht aufhört, sondern immer schlimmer wird. Habt ihr denn darüber nachgedacht? Naja, Axel an sich hatte eine gewalttätige Sprache und das kann er gleich, glaube ich, selber beantworten, wo seine Ideologie hingeführt hätte. Für mich war das nachher schon in sehr jungen Jahren klar, okay, wir müssen Revolution über Straße machen, ja, so ganz im Geiste der SA Straßen übernehmen, zusammenrotten, Kameradschaften gründen und so. Und da war es auch ganz klar für mich, Revolution muss in Blut geschrieben werden und hätte mich dem auch völlig hingegeben. Ich habe es wirklich aus voller Überzeugung gesagt. Ich hatte mal den Traum wirklich, dass es Bürgerkrieg gibt oder Krieg und ich habe dann so Sachen gesagt, so jede Generation braucht seinen Krieg, eine Generation ohne Krieg härtet nicht ab und all diese Dinge. Und heute bin ich einfach nur froh, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich diese Erfahrung
einfach nicht gemacht. Aber ich wollte noch kurz was sagen zu der NS-Zeit. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Weißt du, was ich in jungen Jahren ausgeblendet habe? Ein Opa von mir war ja Flugzeugingenieur und war kriegsunabkömmlich. Das heißt, er war, das war ein Schein, den hatte man. Das heißt, man konnte nicht eingezogen werden zum Kriegsdienst an der Front. Und die hatten zu Hause in Göttingen wohnten die und zum Ende des Krieges hin haben Nachbarn die denunziert bei der Gestapo, dass sie Feindsender hören mit ihrem Volksempfänger, dass sie BBC hören, ja, die natürlich auch die Volksempfängerfrequenzen übernommen haben oder Frequenzen geschaltet haben, womit man Feindsender. Und dann hat die Gestapo hat meinen Opa abgeholt und sollte dann auch ins Lager kommen. Die einzige Situation, wie er da rausgekommen ist, nachdem das überprüft wurde und der Volksempfänger mitgenommen wurde, war, dass deren Volksempfänger schon kaputt war. Also, und das habe ich ausgeblendet. Das muss man sich mal vorstellen, dass vielleicht mein Opa oder meine Familie damals zum Ende des Krieges vielleicht standrechtlich erschossen worden wäre oder ins KZ gekommen wäre. Ich weiß gar nicht, was da in meiner Gedankenwelt los war. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe es ausgeblendet. Es ist ja nicht dazu gekommen. Die haben ihre Arbeit gemacht und sie waren dann keine Verräter sozusagen. Alter Falter, was war da bloß mit mir los? Wenn ich da heute drüber nachdenke, kriege ich echt Magenschmerzen. Ich habe es ja, ich hab's auch gerechtfertigt, meine Ideologie. Ich habe auch zu Hass und Gewalt angestachelt. Ja? Ich habe ja gesagt, von wegen, immer auch mit Verweis, ja, ist immer dann dieses Negativbild. Wir werden jetzt angegriffen, die anderen wollen uns den Schädel einschlagen und bevor sie das tun, schlagen wir ihnen lieber den Schädel ein. Ja? Das war immer so dieses Aufbauen, von wegen, die anderen wollen uns abschaffen, die anderen wollen das Volk zerstören, vernichten, in Abgrund führen. Deswegen ist es legitim, mit allen Mitteln dagegen anzugehen. Ja? Das sind so die Gedanken gewesen, die ich hatte. Und natürlich blendet man Einzelschicksale aus. Ja? Natürlich blendet man aus, was das bedeutet. Ja? Man hat dann dieses große Ganze im Kopf, diese grandiose Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und ich habe mir immer gesagt, von wegen, ja, bevor wir über die Klinge springen, dann lieber die anderen. Und danach ist ja dann Frieden und Glückseligkeit, ist halt ein Preis, den man bezahlen muss. Die Becher Blut, die wiegen aber dann nicht so schwer, wie als wenn das ganze Volk vor die Hunde geht oder wenn uns dann eben der Schädel eingeschlagen wird. Und gibt da schöner Song von den Ärzten in der anderen Hinsicht: Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das hat man aber nicht wahrhaben wollen. Ja? Und gibt ja einen schönen Spruch: Wenn immer Auge um Auge gefordert wird, dann ist daher die ganze Welt blind. Ja? Aber damals fühlte man sich eben so, wir sind ja im Recht, die anderen bekämpfen uns, die anderen wollen uns fertig machen, dann machen wir die fertig. Wir sind ja moralisch legitimiert und wir haben ja keine andere Wahl, mit denen kann man ja nicht verhandeln, die müssen niedergerungen werden. Ne? Okay, hier Moto schreibt auch, meine Stiefoma war im Transport ins KZ. Einer der zwei Beamten ist gegangen und alle haben eingeredet auf den anderen Beamten, dass das Kind gehen zu lassen und er hat die Mutter mit Kind laufen lassen. Ja, Gott sei Es Dank. ist auch genauso, wenn man sich mal anschaut, was da an Verbrechen begangen worden sind von diesen Größenwahnsinnigen, der zum Ende des Krieges, wo er selber wusste, der Krieg ist schon verloren, noch kleine Kinder, alte Leute im Volkssturm verheizt hat. Wenn man sich da geweigert hat, haben diese Verbrecher, die eigene Bevölkerung aufgeknüpft und das hat man natürlich entweder weggeschoben, weggeblendet nach dem Motto, ja, das wollen wir auch nicht, oder aber dann, ja, war ja legitim, die hätten ja die Feinde unterstützt und guck, was die Russen gemacht haben, die haben vergewaltigt, Ja, what geplündert about und, ism, und, ne? What ne? about Und ja, es ism? waren immer die anderen, immer die anderen. Ist aber, ja, die anderen sind ja schlimmer, und dieser Whataboutism dann, ne? Ja, das war halt notwendig, um schlimmeres Übel zu verhindern. Ja, und wenn da eben kleine Kinder und alte Leute aufgeknüpft worden sind, ja, die wären ja sowieso dann umgebracht worden von den bösen Feindmächten und Morgenthauplan und. Deswegen war Krieg eben dann legitim in jeder Hinsicht, totaler Krieg, kürzester Krieg. Das war natürlich ja die Nazi-Propaganda, die wir auch im Kopf hatten, wo wir sagten, ja, das war gerechtfertigt. Das war legitim. Kann ich mich heute auch nur für schämen. Aber damals hat man das natürlich nicht hinterfragt. Ne? Ich meine, dass jemand, der Abstand hat, der vernünftig ist und sagt, von wegen, habt ihr nicht gerafft, was ihr da verbreitet habt, wohin das geführt hätte? Nein, haben wir nicht, muss man sagen. So blöd waren wir. Wir haben gedacht, von wegen, ja, das wird danach ja alles ganz toll und alles super und schön und Paradies auf Erden und ja, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Und man hat ja nicht die Menschen an sich gesehen. Ja, man hat ja nicht gesehen, was das bedeutet, wenn der Nachbar, die Freunde oder man selber da gebaumelt hätte, sondern immer, ja, das sind ja die anderen. Das sind ja die Schwachen, das sind ja die Volksfeinde, das sind ja diejenigen, die eh nicht dazugehören. Ist kein Verlust, so nach dem Motto. Ja. Ja, okay, ich nehme sonst kurz die Frage auf. Sind Linke, die zur YPG gehen, um gegen den IS zu kämpfen, genauso schlimm wie Salafisten, die sich den IS anschließen? Ich
Schwierige Frage. Schwierige Frage. Generell ist es aber immer komisch, wenn Leute dann so extrem sind, dass sie dann wirklich in den Krieg gehen und keine anderen Mittel wählen. Ja, es gibt immer auch Mittel, gewaltlos an den Ursachen zu arbeiten und nicht an einer Verschärfung des Konfliktes mitzuarbeiten. Ja, Ja, das und muss man es einfach sagen. ist halt auch ein Themenkomplex. Ich verstehe das. Ich verstehe auch einen Freiheitskampf und das Recht auf einen Staat und so weiter. Ich verstehe es, aber ja, die Mischung zwischen ich bin zu Hause, was kann man hier tun, wer soll hier demonstrieren für das und wer geht dann dort kämpfen, ist eine Frage, die ich für mich selber innerlich auch noch nicht beantwortet habe. Also, ja. Aber die Alternative ist ja, warum nicht in eine Hilfsorganisation gehen und eben da kranke, schwache oder Kriegsopfer versorgen? Warum sich an der Gewalteskalation beteiligen? Ne? Das ist eben so die Frage. Letztlich ist es ja immer auch eine individuelle Entscheidung und die Beweggründe, die mögen ja noch so hehr und noch so idealistisch sein. Nur letztlich Krieg ist Krieg und Krieg trifft immer auch die Falschen. Es gibt keinen gerechten Krieg, es gibt keinen Krieg ohne zivile Opfer, es gibt keinen Krieg, der letztlich zu etwas Gutem führt. Ja, das muss man einfach sagen. Also ich kann verstehen, warum es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Ich freue mich auch, wenn irgendwelche Terroristen eben dann mit gezielten Anschlägen dann ausgeschaltet werden von Armeen. Ja, und halte es auch für richtig, dass man totalitären Staaten entschieden entgegentritt. Aber dann sollte man auch die Zivilbevölkerung nicht außer Acht lassen und immer auch sich selber die Frage stellen, wo kann ich jetzt mehr mit helfen und mehr mit leisten, als mit zur Waffe zu greifen und eben dann Teil einer Maschinerie zu werden, die so viel Neid und Elend eben dann Ich verursacht. finde Ne? hier noch eine Frage auch gut von Twitch, GD378443, sehr einprägsamer Name. Habt ihr eigentlich an einem Zeitpunkt euer Aussteigen hinterfragt? Vermisst ihr dieses Gemeinschaftsgefühl? Nein. Ja, ich kann es auch sagen, also das Gemeinschaftsgefühl vermisse ich gar nicht, weil wo ich es geprüft habe, war es wirklich eine wahre Gemeinschaft. Waren wir oder waren wir Freunde? Ich kann das ja heute immer wieder, wenn ich auch in der Kameradschaft Werwolf-Serie drüber spreche bei YouTube, ist es mir eigentlich sehr klar, dass ich da eigentlich vielleicht einen Freund drin hatte oder so. Und der Rest hatten wir vielleicht gleiche Feindbilder und wir haben gleiche Gemeinschaft gesucht oder so. Und ich mochte einige nicht mal. Ja, weil ich deren Gesicht schon gesehen habe und so weiter. Und deswegen kann dieses Gruppengefühl mir nicht fehlen. Aber es hat damals was befriedigt. Es wäre ja gelogen, jetzt von mir zu sagen, dass es nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, an dem Punkt, an dem ich war in meinem Leben, hat es mir irgendwas gegeben und es hat ja auch funktioniert eine Zeit lang. Aber heute, wenn ich sage, wenn ich nur wüsste, ich müsste noch mal einen so einen Abend mit den Leuten verbringen. Ich habe letztens irgendwie, war in meiner Timeline ein drin, dass so ehemalige 10 Leute von der Kameradschaft Werwolf irgendwie am Strand gefeiert haben. Ich habe dieses Bild gesehen und ich wusste nicht, ob ich jetzt scham, ob ich schmunzel, ob ich lache, ob ich drunter schreibe und sage, Leute, meine Güte, ist nichts passiert in den letzten 12 Jahren bei euch oder sonst was. Also Nein. da vermisse ich nicht, nicht, Gar nicht. nicht. Ich hab ja ein extra Video darüber gemacht, könnt ihr auch gerne schauen auf meinem Kanal. Es gibt keine Freundschaft in extremistischen Szenen, auch nicht in der Neonazi-Szene. Ja, du bist nur so lange gut und wohl gelitten, wie du im gleichen Takt mitmarschierst. Und sobald du sagst, ich möchte das nicht mehr, dann wirst du ausgegrenzt, dann wirst du schief angeschaut, dann wirst du reglementiert, dann wirst du angegriffen. Dann bist du der Schwächling, der Feigling, der Systemkollaborateur. Ja, also diese ganze Freundschaft, ich hatte ja enge Beziehungen auch zu Menschen, ja, und die mir damals auch auf menschlicher Ebene sehr sympathisch waren, wo ich sagte, Mensch, mit denen hat man auch unpolitisch eine gute Zeit verbringen können. Mir ist aber heute klar, sobald ich gesagt hätte, ich möchte nicht mehr, ja, und ich habe mit Politik jetzt abgeschlossen und ich habe von der Szene die Schnauze voll, hätten diese Leute sofort den Kontakt mit mir abgebrochen. Und das ist auch genau das, was passiert ist, Ja. dass Leute, denen ich auch privat sehr viel geholfen habe, ja, nachher Kübel von Dreck und Unrat über mich ausgegossen haben und mich beschimpft haben und angekündigt haben, mich aufzuknüpfen nach der neuen Machtergreifung. Also ich habe es ja vorher auch Ja, wird ja gefordert. heute noch geschrieben, wird ja heute noch geschrieben. Wird ja heute noch geschrieben, ja. Aber letztlich war das halt eine Sache, wo ich dann auch gemerkt habe, es gibt keine Freundschaft, ja. Es gibt eine Freundschaft, die gründet auf der gleichen Aktivität, der gleichen Weltanschauung. Sobald diese Aktivitäten, diese Weltanschauung wegbricht, bricht man auch weg und dann bricht diese Beziehung weg, ja. Und ein Freund ist ja jemand, der auch zu dir kommt,
egal was du machst, der zu dir hält, weil du dem menschlich was bedeutest und nicht, weil du Teil einer Szene bist oder eine bestimmte Ideologie vertrittst. Ja, und ein Freund ist auch jemand, der fundamental anderer Ansicht sein kann als du, der aber trotzdem sagt von wegen, Mensch, ich helfe dir aber, weil du mein Kumpel bist. Ja, und wir menschlich connected haben. Und das, genau. Das habe ich ja mit vielen da nicht, sondern nur, weil wir irgendwie gleiche Symbole hatten, gleiche Feindbilder, aber das hat menschlich noch gar nichts bei mir bewirkt. Ich finde aber eine Frage... Ich habe es ja immer gesagt, so Kameradschaft ist nicht Freundschaft, weil wenn du nachher eine Bewegung hast, musst du mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Du kannst ja nicht mit jedem gut Freund sein. Das war auch gar nicht der Anspruch, ne? Aber man hat sich das natürlich schon so eingeredet, dass man da gute Freunde hätte, die auch dann immer erzählt haben, ach, für dich gebe ich das letzte Hemd und du bist so ein toller Typ und ich helfe dir, wo du nur kannst. Du hast mir so geholfen. Das zählt alles nicht mehr in dem Augenblick, wo man nicht mehr Teil dieser Struktur ist und wo man Dinge vertritt, die von dieser Szene abgelehnt werden. Für die man dann auch zum Feindbild wird automatisch. Ne? Und das erleben sehr viele Aussteiger. Mich haben sehr viele auch angeschrieben, die gesagt haben, ja, dann habe ich damals... Okay. Ich führe zu weit aus, ich merke schon. Wir wollen ein paar Leuten noch die Chance geben zu antworten. Es tut mir leid, dass ich so ins Wort falle, aber ich wollte noch ein paar Leuten... Ich fand eine Frage ganz gut, ob wir noch Vorurteile rübergerettet haben, die wir damals hatten, die ich heute noch habe. Ich muss dazu sagen, ich habe mich generell mit dem Thema Vorurteil beschäftigt. Und keiner kann von sich behaupten, dass er ohne Vorurteile durch die Welt läuft. Weil wir müssen Menschen als zum Überlebensschutz auch in gewisse Schubladen stecken. Da ist Gefahr, da ist gut. Wir kategorisieren den ganzen Tag. Also das machen wir sehr, sehr unbewusst. Und damit habe ich mich auch beschäftigt. Man kann es auch nicht verhindern, das muss man ganz klar sagen. Man kann es nicht verhindern. Das menschliche Gehirn ist aufgrund seiner Komplexität darauf ausgelegt, in Schubladen zu denken. Ja. Weil wir können nicht immer alles genau hinterfragen und differenzieren. Es wird immer dann aufgemacht, wie du sagst, gut, schlecht, aber auch aufgrund von persönlichen Neigungen. Und es ist ja die Frage, wie lange lasse ich die Leute da drin? Also ich will jetzt da nicht zu philosophisch werden und auch mir gelingt das nicht immer. Auch ich habe natürlich noch gewisse Vorurteile manchmal gegen Leute, aber ich versuche mich damit zu beschäftigen. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich vorurteilsfrei durch diese Welt gehe. Auch mich triggern Themen in den Nachrichten, in der Zeitung. Ja, wenn ich dann Dinge lese, sehe, höre. Ja, aber dann sage ich immer, okay, Philipp, geht es jetzt hier um die Person oder schmeißt du wieder Menschen in einen Pott? Okay. Und es geht ja auch nicht darum, das ist vielleicht auch ganz wichtig hier zu sagen, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen. Axel, oder ich kann für mich, ich spreche mal lieber nur für mich. Ich wurde ja nicht komplett neu programmiert. Also ich bin immer noch der Philipp, auch der ich auch mal als Kind war, als Jugendlicher, auch im Zeit des Extremismus und in der Kriminalität. Ich habe Methoden, Handlungsweisen und Denkweisen verändert. Aber trotzdem bin ich immer noch Philipp. Ich bin oft zu laut, zu direkt. Ich bin oft nicht einfühlsam genug. Ja, wenn neue Leute mich kennenlernen und in unseren Bekanntenkreis reinkommen oder Freundeskreis, dann haue ich halt auch Dinge raus und bin sehr direkt. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt als Mensch komplett neu ist. Aber ich habe versucht, diese Dinge, die ich immer so pauschal gemacht habe, die abzulegen. Und ich sage es auch heute noch. Wenn ich heute jemanden kennenlerne und ich lerne heute jemanden kennen, sei es der passt in mein altes bio-deutsches Bild und der ist scheiße, finde ich ihn scheiße. Lerne ich aber heute jemanden kennen, auch eine junge Kopftuchträgerin, und ich mag ihren Charakter nicht, kann ich sie trotzdem scheiße finden. Ja, na klar. Aber dann geht es nicht um ihr Kopftuch oder um ihre Religion. Genauso kann ich auch jemanden scheiße finden mit seinem Charakter, ob der aus Afrika kommt, Asien oder vom Nordpol. Ich versuche das nur auf den Mensch zu beziehen. Und das ist eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich finde ja heute Leute immer noch scheiße. Also Leute, die kennenlernen. Es ist ja immer so, auch dieser, wir haben ja auch nicht den Anspruch, jetzt irgendwie hier Übermenschen zu sein wie früher, nach dem Motto, was wir machen, ist alles richtig, wir sind Menschen, wir haben Fehler, wir haben Ecken und Kanten. Ich bin mir denen aber auch bewusst und ich weiß auch, dass ich mitunter in vielen Bereichen auch subjektiv bin, ja, dass ich manchmal zynisch bin, dass ich sarkastisch bin, und ähnlichen Vorwurf kriege ich von der Caro auch immer zu hören, ja, du bist manchmal so hart und du urteilst so hart und bei einigen Sachen bist du dann auch, wo du sauer wirst. Das muss nicht sein. Da denke ich dann schon drüber nach und denke mir, ja, verdammt, da hast du recht. Ja? Und letztlich ist es so, ich kann auch umgekehrt, ich kann auch, ich habe muslimische Freunde und Nachbarn, wo ich aber sage, okay, was du jetzt erzählst mit deiner Religion, finde ich nicht gut. Ja, ich kann auch einen Menschen gut finden, aber einzelne Aspekte ablehnen, genau wie ich umgekehrt auch jemanden einfach kacke finden kann, der einfach ein ganz toller Mensch ist, weil es einfach subjektiv ist, mir passt die Nase nicht. Ja, das ist menschlich und das kann man nicht verhindern. Und wie du sagst, das Problem ist eben dann nur, wenn man diese persönlichen Abneigungen hat, diese in einen größeren Zusammenhang zu stellen und zu sagen, die sind alle so oder der ist jetzt so, dass ich dir nicht mag, weil dies, das, jenes und. Ne? Das ist der Fehler, den viele Menschen machen, dass immer ein größerer Zusammenhang konstruiert wird. Ne?
Ja, also das ist auch ganz wichtig, dass wir das dann ansprechen. Von Twitch fragt Golden Goal, Grüße ihr zwei. Denkt ihr, dass euch Rechtssein weniger Spaß gemacht hätte, wenn es nicht so verboten gewesen wäre? Kenne es selbst von früher, da hat man als Gruppe gemeinsam Dinge geschrien oder Zeichen gemacht. Also für mich hatte dieses verbotene, elitär anders zu sein, die Wahrheit zu haben und dann gejagt werden von dem Staat, hatte in jungen Jahren, war schon so eine Art Phänomen. Also und auch hatte eine große Ausstrahlungskraft auf mich. Punkt. Hatte für mich aus, war Identitätsbildend. Da muss ich vorstellen, wo ich angefangen habe in der Szene, war ich 13 Jahre alt. Als wir dann unsere Kameradschaft gegründet haben, war ich 15. Die ist dann vom SEK gestürmt worden. Dann gab es plötzlich riesige Presseartikel. Dann gab es Bürgerinitiativen, Antifa-Gruppen, die Flugblätter gedruckt haben, die sich wirklich einen dann auch sehr gefährlich dargestellt haben. Hier ist der neue Nazi-Agitator und der bringt die Bewegung voran, der muss bekämpft werden. Das war natürlich was, wo man sich toll vorkam. Ja? Oder auch wenn die Medien bei kleinen Veranstaltungen von 100 Hanseln, die da standen dann 20 Kamerateams, wo ich dann schon sagen konnte, fast von wegen, ja, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Presseleute, ne? Da hat man sich unglaublich wichtig gefühlt und unglaublich bedeutend gefühlt und dann ja auch auf dem richtigen Weg gesehen, nach dem Motto, ja, was wir hier vertreten, das triggert die, das Kann zeigt, man, dass wir den Finger in die Wunde gelegt haben. Das war identitätsbildend für Axel, mich. kann man heute noch sehr gut sehen, wenn du dir das Schild- und Schwert-Festival anguckst, wie Thorsten Ne? Heise sich da Ne? hinstellt, wie Ne? wichtig er sich in dem Moment fühlt. Und jetzt kriege ich jetzt kann ich mal meinen Senf geben und wir kriegen jetzt eine Stimme und sonst was. Ist, glaube ich, sehr ähnliches Gefühl, was du dann damals hattest, oder? Ah, natürlich, das war unglaublich bedeutend. Ne? Ich sage ja, also die Urgründe auch bei mir und auch bei vielen anderen Extremisten ist, wie gesagt, einfach die narzisstische Selbstbefriedigung. Ja? Man hat sein Selbstbild, man will Rebell sein, Sehender sein, man will derjenige mit Plan sein, man will der Fleisch im Stachel des Systems sein. Und egal wie pennerhaft, unbedeutend, lächerlich man ist, die Aufmerksamkeit überspielt das und man kommt sich dann vor so, boah, ich bin so super, ich bin so toll, guck mal, die nehmen mich ernst, die bekämpfen mich, ne, und jetzt zeige ich denen mal hier den Stinkefinger und ich setze mich trotzdem durch. Ja? Das ist ja auch immer eine Trotzreaktion, die ja elementar ist. Ja? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir Demos hatten, ja, die von keinem wahrgenommen worden sind, dann waren das Misserfolge in unserer Ansicht. Ja, wir wollten ja Action, wir wollten ja Gegendemonstranten, wir wollten ja schreiende Artikel, wo wir niedergemacht werden, weil da ja dann das Gegenbild entstanden worden ist. Ja, guckt euch an, die alle falsch sind, die alle doof sind, die alle keine Ahnung haben, bekämpfen uns. Das war eine Bestätigung, dass wir uns im Recht gesehen haben. Das war nicht so, dass man gesagt hat, ja, komm, die Kritik ist ja berechtigt oder dass sie sich über uns lustig machen, kann ich ja verstehen, sondern, ah, guck mal, das sind die Versuche, uns niederzumachen, weil wir so richtig liegen mit dem, was wir hier vertreten. Ne? Eine Frage, die sehr auch passend war, danke an die 700 Zuschauer, Dankeschön, wir grüßen alle bei Facebook sind ja dann auch immer viele dabei, die werden hier aber in dem Stream nicht angezeigt, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei seid, Dankeschön an die beiden Mods, die heute den Job übernehmen, Dankeschön an Dausel und an Vapor420, Sven, ist kein Geheimnis mehr. Und zwar fand ich die Frage auch ganz gut, wieder von Renault irgendwas, von Twitch. Wie hat euer Umfeld reagiert, beziehungsweise die Familie, wo es irgendwie klar war, okay, ich will einen sogenannten Ausstieg machen, eine Veränderung einleiten? Ich kann das sagen. Also, meine Eltern hatten immer so die Hoffnung ja darauf, aber dieser eine Moment, wo ich bei ihnen war, vor meiner zweiten Haftzeit, wo ich ihnen gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich laufe auf der letzten Kette, ich glaube, ich habe mein Leben ruiniert. Haben sie, glaube ich, gesehen, okay, jetzt ist ein Bruch. Also, und da haben sie auch wirklich toll reagiert und haben gesagt, egal was du jetzt machst und egal welche Widerstände kommen, wir sind für dich da. Also es war dieser Moment, der spürbar war, okay, jetzt wird es ernst gemeint, glaube ich. Also, und das war sehr emotional mit vielen Tränen in meiner Familie, die dann gesagt haben, egal was, wir gehen diesen Weg mit dir gegen alle Widerstände und glauben an dich. Also da habe ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, besonders von der Familie. Ein normales Umfeld hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, da konnte keiner Auch was nicht. zu sagen. Ich habe Ja. ja mit dem Entschluss zu gehen alles verloren. Also Dito. finanziellen Rückhalt, Kameradschaft, die Brüder, alles, Macht, alles verloren und Gott sei Dank hat meine Familie da so reagiert.
Ich stand auch vor dem Nichts. Also meine Eltern haben sich auch überglücklich, aber waren erstmal skeptisch, muss ich auch sagen. Also mein Vater hat lange, lange immer noch danach noch gefragt, so ja, gehst du jetzt noch irgendwo zu Veranstaltungen oder was machst du denn jetzt eigentlich so? Das hat eine Zeit lang auch gedauert, dass selbst also meine Familie auch mir dann abgenommen hat, dass ich ausgestiegen bin. Waren aber dann auch überglücklich, haben mich auch sehr unterstützt dabei. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da so einen Rückhalt hatte. Hatte danach daneben auch dann so ein, zwei Bekannte, die dann zu guten Freunden geworden sind, die mich sehr unterstützt haben, die gesagt haben, Mensch, ganz toll und hätte ich nie gedacht und finde das sehr, sehr wichtig, dass wir dich hier unterstützen. Und dann hat man erstmal angefangen, sich so ein neues Umfeld aufzubauen, weil wie du sagst, ich bin ja auch nur für die Szene in der Szene da gewesen. Das ganze Umfeld ist weggebrochen, das ganze Selbstbild ist weggebrochen. Ich hatte eine handfeste Depression und war dann sehr, sehr froh, dass sich da Menschen gefunden haben, die gesagt haben, Mensch, ich unterstütze dich auch dabei. Ne? Eine Frage, die ich noch ganz spannend fand, war, wie gehst du, vielleicht an mich gerichtet, ich weiß nicht, wie es bei Axel war, er wird ja auch eine gewisse Wut in sich gehabt haben. Wie gehe ich heute noch mit Wut um? Natürlich bin ich jetzt nicht ruhend in mir dauerhaft. Also das ist dann schon wirklich ein sehr hoher Buddha-Level, ja, in sich ruhend zu sein. Auch ich habe noch Wut in mir, aber ich versuche es dann auf andere Art und Weise rauszulassen. Also mich hat auch mal ein Telefonat mit einer Ex-Freundin oder einer Ex-Geliebten wo ich im offenen Vollzug war, hat mich so hart getriggert. Ich habe mit der telefoniert, der hat so viel Blödsinn am Telefon gesagt. Ja, und da habe ich mich erwischt dabei, wo ich dann, ich wollte ihr dann ein bisschen sagen, weißt du, da musste ich mich so zusammenreißen, dass ich am liebsten mein Telefon auf den Boden geschmissen hatte, musste mich echt kontrollieren, dass ich da nicht Sachen sage, dass ich völlig ausflippe. Auch heute sage ich natürlich nochmal Dinge und flippe aus, aber ich lasse es nicht mehr zur Gewalt kommen. Ja, und auch da war es so, dass ich einen knallroten Kopf hatte. Ich musste mich so kontrollieren, mein Telefon nicht auf den Boden zu schmeißen. Und danach habe ich mich danach beschäftigt, wo ich wieder runtergekommen bin. Und es dauert bei mir nicht sehr lange. Ich kann sehr schnell wieder gechillt sein, wo ich gesagt habe, Alter, wieso hast du dich davon so hart triggern lassen? Ja, egal, wieso beschäftigst du dich eigentlich damit? Und das war das letzte Mal, dass wir irgendwie Kontakt hatten. Und das ist auch wieder diese Aufgabe, die man hat, wenn man mal gewisse Handlungsweise hatte, das immer wieder zu hinterfragen. Das ist ein dauerhafter Prozess. Wenn man, ich sag's immer wieder, wenn man mal diesen Wolf in sich hat losgelassen mit Wut, Hass und Gewalt, dann muss man sich damit beschäftigen. Und da gibt es keinen Status, jetzt bin ich sauber. Also zumindest aus Sicht eines Gewalttäters. Sind ja auch Charaktereigenschaften, die man hat. Ja, also ich habe mitunter auch heftige Streits auch mit meiner Freundin schon gehabt und so, wo ich mich nachher echt geschämt habe und mich dafür entschuldigt habe und sagte, okay, da bin ich jetzt ausgetiltet und tut mir leid und habe da viele Dinge an den falschen Hals bekommen. Früher wäre es aber so gewesen, wenn mir das passiert wäre, hätte ich nie die Schuld bei mir gesucht, sondern immer mit dem Finger auf den anderen gezeigt und gesagt, du bist ja schuld, dass ich mich so verhalten habe. Du hast mich ja dazu getrieben. Der Fehler liegt nicht bei mir, sondern bei dir. Und ich habe dann auch so Feindbilder aufgemacht. Also mir damals wirklich einer dann so wehgetan hat, dass ich auch dann ausgerastet bin, der war für mich für alle Zeit unten durch. Ja, das wäre jemand gewesen, wo ich dann auch 5 Jahre später noch gesagt hätte, komm, du kannst mir gestohlen bleiben, ne, und auf gar keinen Fall will ich mit dir noch was zu tun haben. Und heute bin ich so weit, dass ich auch sagen kann, okay, ich sehe, wo der Fehler bei mir lag, ich sehe, wo ich Mist gemacht habe. Und es ist mir heute auch möglich, was du auch meinst, Empathie zu lernen, mich in den Gegenüber hineinzuversetzen und mal die Frage zu stellen, okay, was du gemacht, gesagt, getan hast, was hat das ausgelöst bei den Menschen? Ja, wo ich da auch erkennen musste, nicht jeder denkt und handelt und empfindet so wie du. Ja, und das kann bei anderen natürlich zu anderen Reaktionen kommen, die dich dann triggern, aber keiner ist schuld. Ja, man hat immer eine Mitschuld auch, wenn Dinge eskalieren. Und das ist eine Sache, die ich auch erst lernen musste. Weil früher habe ich es mir einfach gemacht und immer gesagt, von wegen, ja, ist ja nicht mein Fehler. Ich bin gut, wie ich bin perfekt, ich bin toll und die anderen, die müssen halt aufpassen, was sie sagen, machen und tun, damit ich nicht so reagiere, was negativ ist. Ne? Ich würde dann noch die Frage nehmen von Twitch, auch wieder ein cooler Name, A3A2 unterstrich unterstrich. Okay. Gibt es nach dem Ausstieg viel Ärger mit den alten Weggefährten oder eher gar nichts? Was waren die ersten Reaktionen der anderen und wie hast du darauf reagiert? Also bei mir persönlich war das so, dass man wurde sofort diffamiert. Also man ist von dieser Führungspersönlichkeit und auch dieser respektierten, vermeintlich oder respektierten oder gefürchteten Person auf einmal in ein Vogel freigerutscht. Alles als Person war man dann auf einmal
völlig entwertet, herabgewürdigt. Aber schon immer. Also das ja, ist alles. So, dass dann gesagt wurde, von wegen hier, der ist jetzt, hat er sich negativ entwickelt. Ne, wir halten fest, dass er damals vielleicht ein guter war, sondern nee, der war immer schon. Der war immer schon gekauft, falsch, V-Mann, immer schon nicht richtig dabei. Nie immer dabei, schon genau. Ich habe nur darauf gewartet. Ne, das ist genau das, was dann auch immer kam. Und ich bin auch sofort, also es gab direkt handfeste Bedrohungen im Netz hier, Deadman Walking, und irgendwann knüpfen wir ihn auf Demos haben Leute gefordert, dass ich nach der Machtergreifung dann hingerichtet werde für meinen abscheulichen Verrat. Und ich bin sofort auch, muss dazu sagen, ich bin in der Szene auch immer hoch umstritten gewesen, weil ich auch da jemand war, der sehr kontrovers gewesen ist. Und das war natürlich erstmal dann für viele auch der Startschuss, alte Rechnungen aufzumachen. Wir haben es ja immer schon gesagt, der war immer schon ein mieser Kerl und so weiter und so fort. Und na klar, wenn einem dann so alte Kameraden beim Weg gelaufen sind, da gingen die Pöbeleien dann los. Ne? Von wegen so, ah, hier, du Verräter, wie fühlt man sich hier, du Dreckschwein. Und das sind alles Dinge, die natürlich auf einen zukommen, die auch heute noch immer geäußert werden. Also, das muss ich auch, das gebe ich auch anderen mit, die sich bei uns melden und einen Ausstieg anstreben, eine Veränderung, dass ich denen auch sage, da musst du drauf vorbereitet sein, ja, dass alles, egal was du gemacht hast, auch wenn du sagst, da waren gute Momente, alles wird in Schmutz gezogen, ja, alles. Es wird Dreck von Leuten kommen, wo du denkst, ach, die eine Freundschaft würde ich rüber retten. Wenn der diese Veränderung nicht mitgehen möchte oder das nicht, dann wird da kommen, da muss man drauf vorbereitet sein. Ich sage das immer, das zieht sich so eine gewisse Zeit, das zieht sich, wenn du jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehst, ne? Bei uns zieht sich das ja durch wie ein roter Faden schön. Ja, na klar. Aber dass das auch nachlässt, weil sie dann wieder in der Gruppe zu tun haben. Sie müssen sich um alle Feindbilder kümmern und dann wirst du irgendwann unwichtig. Ja, wenn dann dein Name mal fällt, dann schreiben sie, ah, der Verräter und der Lappen und der V-Mann. Ja, oder damit, Aber das ist aushaltbar. Es ist aushaltbar. Ist aushaltbar. Also mich schreiben ja auch viele an, die einen leisen Ausstieg. Ich meine, muss dazu sagen, wir waren ja auch sehr präsent, auch in den Medien präsent. Wir waren auch Leute, die was dargestellt haben in der Szene. Bei uns ist das natürlich immer auch ein bisschen was anderes als jetzt beim einfachen Mitläufer, sage ich mal, der dann aufhört, einfach aktiv zu sein. Aber auch die erleben das. Mich haben auch Leute angeschrieben, die sagten, ja, da habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt. Und dann kamen auch dann immer diese Ansagen, ja, warum bist du jetzt nicht hier auf die Sonnenwende gekommen oder hier auf die Veranstaltung oder du machst ja nichts mehr, du wirst ja jetzt bürgerlich, du bist jetzt auch so ein Systemling und. Wenn man nicht mehr mitmarschiert, wenn man nicht mehr Teil dieser Szene ist, wird man kritisch gesehen, wird irgendwann diffamiert und irgendwann ausgeschlossen, ausgegrenzt. Da muss man sich darauf vorbereiten. Ist aber auch gut so. Ich sage ja immer, man kann nicht ein bisschen aussteigen, genauso wenig, wie man ein bisschen schwanger sein kann. Wenn man aussteigt, sollte man irgendwann auch klar einen Cut machen und sagen, okay, ich schlage ein neues Kapitel in meinem Leben auf, ich halte nicht mehr an den alten Leuten fest, ich gehe nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen oder höre mit irgendwelchen Leuten dann privat nochmal Rechtsrock oder sonst irgendwas. Und da muss man auch sagen, raus ist raus. Genau. Ja. Ich habe immer wieder so die Anfragen, dass sie sagen, naja, ich will ja meine Musik nicht weggeben, ich höre die Musik ohne das, was sie mit mir macht. Ich sage, das kannst nicht. Du gar nicht. Du kannst nicht die Musik konsumieren und meinen, sie macht nichts mit dir. Du kannst dann auch nicht irgendwie Kontakte halten und dann dich mit 5 Leuten auf ein Bierchen treffen und die sind unterwegs noch als Extremisten. Ich sage, das genau das, was du gesagt hast, raus ist raus und dann geh es auch komplett. Also dann wirklich die Brücken hinter dir einfach einreißen, weil sonst... Ja. Sonst kann ich den Weg auch nicht mitgeben. Ich kann da keinen Zuspruch geben. Das werde ich ganz, ganz häufig gefragt. Ja, ich werde ja auch gefragt, hast du noch alte T-Shirts und so? Ich sage, wann soll ich die denn anziehen? Wenn ich jetzt gleich in den Garten gehe und dort ein bisschen arbeite, soll ich mir dann Ansgar Barian anziehen und so weiter? Also, wenn es an einem Ausstieg hapert, dass man nicht seine 20 T-Shirts wegwerfen möchte und sich dann bei irgendeinem Discounter dann so ein 10er-Pack für 14,99 oder was weiß ich, 29,99 kauft, wenn es daran scheitert, dann ist es für mich nicht real. Ja, vor allem letztlich hält man ja an den Ansichten fest, nach dem Motto, ja, ist ja nicht alles schlecht. Wo man sagen muss, wenn du einmal erkannt hast, dass diese Szene schlecht ist und dass diese Ideologie schlecht ist, kannst du dir keine Versatzstücke herausbrechen und dann auch hochhalten, ja? Gibt ja auch viele, die versuchen das dann und sagen, ja, ne, und Nationalist zu sein, ja, ist ja doch nichts Schlechtes. Man sagen muss, ja,
dann hast du nicht verstanden, was diese Szene mit dir gemacht hat und was du noch für Gedanken im Kopf trägst. Ne? Und dann ist auch die Rückfallgefahr noch hoch, ja, weil wenn man nicht ganz ausgestiegen ist, sondern immer noch so ein bisschen mitschwimmt, mal ein bisschen auf Veranstaltungen geht, kann ja irgendwann mal der Punkt kommen, wo man im Leben eine schlechte Zeit hat oder wo man selber wieder getriggert wird und wo man dann wieder mitgezogen, hineingezogen wird und dann wieder mitmacht. Ja? Da muss man wirklich sagen, wenn man raus will, muss man auch konsequent wirklich die Brücken abbrechen und muss natürlich nicht wie wir den Weg in die Öffentlichkeit gehen. Da haben ja auch viele Ängste vor und wollen das nicht, weil sie auch einfach sagen, okay, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben, ist auch menschlich, ist verständlich, aber dann muss auch ganz klar gesagt werden, ja, was ihr da macht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich finde, eine ganz gute Frage anschließend ist, at Family Schlaffer, aber dann muss man das ganze soziale Umfeld wechseln. Was war dann mit den Freundschaften? Das ist ja das, was wir, glaube ich, versucht haben vorher zu sagen. Schon, okay, haben wir schon erklärt. Ja? Ja, also waren das Freundschaften und für mich war das so, ich hab niemanden rüber gerettet. Wie soll es auch gehen? Ich hatte auch Anfragen aus dem ehemaligen alten kriminellen Umfeld. Das hören jetzt wahrscheinlich, wenn sie das nachträglich wieder konsumieren, hatte ich Anfragen, wollen wir uns mal treffen und so weiter. Als ich im offenen Vollzug war, kam einer, den ich damals als Freund angesehen hatte, der nie im Extremismus war, aber halt in der Schwerstkriminalität, und hat mich aus dem offenen Vollzug mit seinem Ferrari abgeholt. Und da habe ich gedacht so, oh Philipp, wieso hast du das gemacht? Und ich habe nachher wirklich niemanden rüber gerettet. Und mich schreiben immer noch mal Leute an und sagen von damals. Und ja, wenn ich mal auf der Ecke bin, wollen wir dann nicht doch mal einen Kaffee trinken oder sowas? Und ich sage, es tut mir leid. Ich gucke dann das Social-Media-Profil an oder sonst was und sage so, nee, ich möchte das nicht. Deswegen rüberretten war gar nichts. Ich hatte niemand Normales und es gab nichts zum Rüberretten. Es ist im Umkehrschluss, muss man aber auch sagen. Ja? Wenn man selber sagt, ich will raus sein, wird man in dieser Szene ja auch zum Feindbild. Ja? Das heißt, wenn sich Leute mit einem treffen, haben die auch nicht unbedingt was Gutes im Sinn. Ja? Weil das ist nicht so, dass sie sagen, okay, menschlich, wir gehen jetzt mal raus und machen irgendwas Unpolitisches. Die fangen ja immer wieder an, irgendwo einen Ansatzpunkt zu suchen und zu sagen, ja, willst du nicht mal mitkommen? Oder was du da jetzt erzählst oder was du da jetzt sagst, das geht ja gar nicht. Und warum machst du das? Und da kommen ja auch immer aus dieser Szene dann diese Vorwürfe. Das habe ich ganz am Anfang gehabt, wo ich raus bin. Da haben mich unheimlich viele angeschrieben und gesagt, ja, ich kann verstehen, dass du jetzt raus bist und so. Und das hast du wahrscheinlich nur gesagt wegen dem laufenden Prozess, den du hast in Koblenz. Ja, du warst ja immer ein hundertprozentiger. Und ich sage so, pass auf, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich will raus, ich halte von dem ganzen Kram nichts mehr und du brauchst doch nicht glauben, dass ich jetzt irgendwo noch mal was hochhalte, was ich damals für gut befunden habe. Und der richtige große Bruch bei diesen Leuten, die mich auch dann echt noch angeschrieben haben, auch wie bei dir gefragt haben, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, wollen wir nicht mal gucken, war dann, wo ich ein Jahr später, 2013, ein Interview gegeben habe für das Heute-Journal, wo ich dann gesagt habe, ich bin raus, ich will damit nichts mehr zu tun haben und ich halte das für falsch, was ich gemacht habe. Und das war für die dann wirklich so auch dann der Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, der meint das wirklich ernst. Ne? Und da kommt auch da nichts mehr. Aber was wollen die Leute mit einem anfangen? Weil das ist ja auch das, wo wir wieder beim ursprünglichen Thema des Streams sind. Wir vertreten ja heute Positionen, die für die Szene ein absolutes Feindbild ausmachen. Da muss man sich nur mal anschauen, was auf diesen Szene-Kanälen über uns erzählt wird, ja, und verbreitet wird. Ne? Nur Wahrheit. Nur Wahrheit, aber wie kann man denn mit solchen Leuten noch irgendwo eine freundschaftliche Basis haben? Ja, und ich würde es auch komisch finden, wenn ich da mit jemandem zusammensitze, der vielleicht sagt von wegen, ja komm, ich finde dich ja als Mensch ganz toll, wir können ja befreundet bleiben, der dann bei Leuten mitläuft, die auf einer Demo erzählen, der wird aufgeknüpft und ja, die genau. Ihren Chats dann schreiben, das kann von nicht wegen, funktionieren. Der Verbrecher, der Gesinnungslump, der muss ausgemerzt werden oder der ist charakterlich minderwertig, dann würde ich von einem Freund, als richtigen Freund, da habe ich hohe Ansprüche, erwarten, dass der sich hinstellt und sagt von wegen hier, liebe Leute, haltet die Klappe, das stimmt nicht. Und das können die Leute in der Szene gar nicht, weil sie dann auch unten durch sind. Dann bist du ein Verräterfreund, dann bist du selber nicht mehr authentisch, dann bist du selber nicht mehr real. Ja, und das geht einfach nicht. Es sind Welten, die sich ausschließen. Es führen keine Brücken herüber und hinüber. Es gibt dann entweder einen Ausstieg oder es gibt ein da drin bleiben, ne? Und dazwischen gibt es keine Ebene, weil die Szene das nicht kann und weil man das auch selber nicht kann mit diesen Leuten. Also wir wurden gerade nochmal gefragt, der Gesprächspartner ist Axel Reitz. Hier hat gerade jemand bei YouTube gefragt, wer den Kanal hier ein bisschen konsumiert, müsste das Hemd, die Hemden, die Krawatten, den müsste man erkennen. Ich vielleicht bin heute zu leger. Ich sage ja, wenn ich keinen Anzug trage, denken die Leute mal, wer ist der Typ, der da sitzt? Ne? Ist so. Ich fand eben noch einen Input ganz gut.
Paper Street Soap Company. Was ist, wenn diese Szene alles ist, was jemand hat? Nach dem Ausstieg steht ihm ein kompletter Neuanfang bevor. Die Angst davor ist vielleicht ein Hindernis. Das ist ja, das ist es ja auch. Und das gebe ich immer mit an die Menschen. Was man auch verstehen muss, wenn jemand rausgeht aus einem extremistischen Milieu, dann verliert er so viel. Er lässt so viel zurück von Freunde, Weltbild, Gruppe, Ideologie, vielleicht Anerkennung, sehr, sehr viele Dinge. Und dann ist es ganz wichtig, und das kann jeder hier leisten, der diesen Stream konsumiert, versucht doch einem ehemaligen Extremisten, wenn er die Veränderung anstrebt, ihm wenigstens die Hand zu reichen. Ja. Und zu sagen, wenn du dich verändern möchtest, dann wirst du eine Chance bekommen in unserem Fußballverein, in unserem Kegelclub, bei den Pfadfindern, ist mir egal wo. Aber versucht dann, die Tür offen zu halten, dass er zurückkommen kann oder sie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die ganz viele stehen dann vor dem Problem, wo kriege ich neue Freunde her? Ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, dass ich Dienstag Geburtstag habe. Unter diesem Video ist ein Link drin, wo wir für den gemeinnützigen Verein, wo ich dieses Jahr für meinen Geburtstag Spenden sammle, 10% fördert dann noch Better Place. Aber nur mal so als Input. Nächsten Dienstag ich Geburtstag. Und ich erinnere mich an meinen ersten Geburtstag nach dem Gefängnis. Saß ich wirklich nur mit meinen Eltern und mit meiner Familie. Nur ist jetzt blöd gesagt, aber natürlich ist das eine hohe Fallhöhe, vorher im Clubhaus mit 400, 500 Leuten gefeiert zu haben. Und dann ist die Frage einfach, wo bekomme ich neues Umfeld her? Und das kann jeder hier leisten und sagen, okay, wir geben dir eine Chance. Ja, wenn ihr dann in einem Verein seid und der Verein sagt, oh nee, den wollen wir nicht mit den Tattoos oder der wurde mal Hitler genannt und so weiter. Aber es ist so wichtig, dass ihr diese Chancen gebt. Und natürlich kann man das überprüfen. Ja, und man muss vorsichtig sein. Aber gebt ihm wenigstens die Hand und gebt eine Chance. So einfach ist das. Eine kritische Distanz ist was anderes als fundamentale Ablehnung. Und ich habe tatsächlich auch, ich bin von NPD-Funktionären auch damals angeschrieben worden. Die sagten, pass auf, alles, was du sagst, unterschreibe ich 100%. Wo ich dann gefragt habe, ich so, ja, warum willst du da nicht raus? Weil die einfach sagten, ich habe keine Alternative. Ne? Ich hab nichts anderes. Ne? Die hängen auch teilweise wirtschaftlich dann noch an diesen Strukturen und sagen dann, ja. Und da ist aber wieder der Eingangspunkt, dass sie sagen von wegen, ja, ich will dann auch keine 180-Grad-Drehung machen. Die erwarten dann wahrscheinlich, dass ich SPD-Mitglied werde, ja, und wollen mit mir so lange nichts zu tun haben. Also es wird von vielen auch so ein stiller Ausstieg einfach nicht wahrgenommen. Ja? Das heißt dann von wegen, ja, einmal Nazi, immer Nazi. Der hat sich ja jetzt nicht öffentlich distanziert, wie ihr das gemacht habt. Scheißegal, was der mir persönlich erzählt. Und das ist auch schon ein Fehler. Ja? Es ist nicht jeder dafür gemacht und nicht jeder dafür in der Lage, auch diesen Druck auszuhalten, den so ein offizieller Ausstieg mit sich bringt. Ja, ich meine, wir sind hart im Nehmen, ja, wenn man sich anguckt, was wir teilweise da an Kommentaren und Zuschriften bekommen, wie wir beschimpft und verunglimpft werden, da ist nicht jeder für gemacht. Das kann nicht jeder aushalten. Da muss man auch Verständnis haben und sagen, okay, wenn die Leute einfach sagen, ich will raus, gebt denen die Zeit, guckt den euch persönlich an, achtet darauf, was er erzählt. Ja, wenn er dann irgendwann wieder anfängt, von jüdischer Weltverschwörung oder Holocaust hat es nicht gegeben zu erzählen, muss man klar einschreiten und sagen, Bullshit, was erzählst du denn da? Überleg dir das mal, du wolltest da raus aus diesem Mist. Völlig legitim, aber generell zu sagen, ja, ich erwarte jetzt von dem, dass der von heute auf morgen ein anderer Mensch wird, das kann nicht funktionieren. Und das verhindert nur, dass Leute, die eigentlich schon die Backen dick haben, aus der Szene rauskommen, weil sie einfach keine Alternative von der Gesellschaft geboten bekommen. Ne? Ist so. Geile Frage, kannst du deine Tattoos nicht mit Laser etc. entfernen? Ja, Darth Vader ist gerade auf dem Weg mit seinem Todesstern und macht das nachher. So einfach ist das nicht. Ich bin froh, dass die Verbotenen weg sind. Ich habe so einen Laserpointer, ich kann ein bisschen draufleuchten, vielleicht hilft das. Nein, danke. Nein, danke. Und ja, wie funktioniert das mit der Reintegration in die Berufswelt? Das liegt auch immer so ein bisschen an einem selber. Ich kann dazu empfehlen, dass dort auch Ausstiegsprogramme helfen können, ja, also ja. Die dann auch mit Arbeitgebern sprechen können. Es gibt viele Firmen, die Chancen geben, das ist so. Also das funktioniert ganz gut bei größeren Arbeitgebern, die auch wirklich Resozialisierungsprogramme mit in ihren, in ihrer Firmenvita so mit drin haben, ja, dass sie sagen, okay, das wollen wir auch leisten. Also ich kenne ganz viele, die auch lange im Gefängnis waren, die Extremisten waren, die nachher auch wieder Fuß gefasst haben. Aber es liegt an einem selber auch ein bisschen, das muss ich auch sagen. Auch da müssen Extremisten wissen und ehemalige Extremisten, es ist auch eine Bringschuld. Ja, wie gehe ich dann dahin? Wie erkläre ich das? Okay, ich habe die und die Dinge gemacht und ich möchte eine Chance und so weiter. Das ist viel menschliche Arbeit auch. Wie ist das neue Auftreten? Wie gebe ich mich? Und wie realistisch ist das, was ich machen möchte? Ja, da muss man auch ganz klar gegen, aber es funktioniert. Sehr gut sogar. Ich habe also viele
Leute gehabt, die also damals auch im Extremismus ähnlich wie ich so ein besseres Penner-Dasein geführt haben, die dann raus sind, die heute gut bezahlte Jobs haben, die heute schönes Eigenheim haben, die heute ein gutes, zufriedenes Leben führen. Ne? Also es ist durchaus möglich, ist nicht immer einfach. Ich weiß, da gibt es hohe Hürden, aber wie du schon gesagt hast, ich empfehle jedem immer da auch den Kontakt zum staatlichen Aussteigerprogramm zu suchen. Die können viele Türen aufstoßen dann auch. Ne? Die können also mit der IHK sprechen, die können mit Arbeitgebern sprechen, die können auch mit Vereinen sprechen, die Vorbehalte haben. Ich habe das damals auch erlebt, wo Leute gesagt haben, noch nicht mal, weil sie an mir gezweifelt haben, weil sie sagten von wegen, ja, wenn das jetzt rauskommt, ja, dass du bei uns Mitglied bist, das zieht den Verein in Mitleidenschaft. Auch mit denen konnte dann gesprochen werden. Und die sich dann haben auch eines Besseren belehren lassen und sagten, okay, wir haben jetzt verstanden, wir müssen Chancen geben, damit die Leute nicht immer auf diesem einen Fehler der Vergangenheit dann festgelegt werden und keine Möglichkeit haben, ein neues Kapitel aufzuschlagen halt. Ne? Man muss aber wollen und man muss sich da auch anstrengen. Das ist tatsächlich ein harter Weg, Genau, es ist eine Bringschuld, ist einfach den sich auch so. jeder überlegen sollte, der in die Szene geht. Ne? Das ist nun mal so, ja, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, der Staat und Kampf gegen rechts und wir werden da alle niedergemacht. Leute, ihr wisst ja, was die Verhältnisse sind. Wie die jetzt beurteilt werden, individuell ist ein ganz anderes Thema, aber die Dinge sind, wie sie sind. Ja? Und da muss man auch wissen, wenn ich A sage, muss ich B sagen. Ja? Da muss man auch Es sagen, ich habe da Dinge sei denn, man getan. hat erkannt, dass A falsch war. Genau, ja, aber man weiß ja trotzdem schon auch vorher. Also ich weiß ja schon, wenn ich mich in eine Szene begebe und als Rebell und als Revoluzer und auf das System schimpfe und Feindbilder eben dann kultiviere und Leuten auch ins Gesicht rotze, dass nicht jeder sofort ankommt, mich in den Arm nimmt, wenn ich plötzlich sage, ja, ich bin jetzt mal raus und alles ist cool. Ne? Auch da muss man sagen, muss man sich den Dingen stellen und muss auch sagen, von wegen, okay, was ich da gemacht habe, war nicht richtig. Und muss auch dann durchaus auch mal so ein bisschen sagen können, von wegen hier, okay, war nicht so cool von mir und ich entschuldige mich dafür. Das fällt ja auch vielen schwer. Es ist generell für Menschen ja schwer, so Fehler einzugestehen und auch vor anderen. Aber auch da ist ja immer eine Frage, wie wird damit umgegangen? Ich kann es verstehen, wenn jemand dann den moralischen Zeigefinger hebt und sagt, wie könnte man so doof sein wie du? Was du da gemacht hast, war alles totaler Blödsinn und selber schuld, du Idiot. Ne, dass man da auch mal sagt, von wegen, okay, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch kann falsche Wege beschreiten. Die einen haben eine Drogenproblematik durchlebt, die anderen sind kriminell geworden, die einen sind Extremisten geworden. Aber Fakt ist, jeder Mensch kann sich ändern und jedem Mensch muss die Gelegenheit dazu gegeben werden. Ich habe noch eine Frage und dann ich, Philipp oder Axel, wie habt ihr neue Leute kennengelernt? Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr offen damit umgegangen. Ich habe am Anfang, die ersten Wochen habe ich das nicht gemacht, wo ich dann gedacht habe, so okay, da habe ich Leute kennengelernt, dann haben sie es rausbekommen, dann haben sie den Kontakt wieder gemieden, wo ich gedacht habe, okay, was für eine verschwendete Zeit. Und dann bin ich sehr offen damit umgegangen, aber das hat gedauert. Ich habe noch heute viele Freunde, die hier auch das hier konsumieren, die natürlich die ersten Monate skeptisch waren. Ja, wie ist das das erste Mal zusammen grillen? Was passiert dann? Ja, was passiert nach sechs Lüt-Lüt? Ja, also sechs kleine Bier, sechs Schnäpse. Ja, was kommt dann raus? Was wird dann gesagt? Was wird dann getan? Gibt es Gewalt und so weiter? Aber ich bin da sehr offen drauf zugegangen und ich muss auch sagen, also ich kann auch lustig sein, ja. Also Wer du? ich kann schon ein sehr geselliger Typ sein, das kann ich über Axel auch sagen. Und dann funktioniert das. Aber man muss mit Rückschlägen auch hier wieder umgehen Ja, können. Nicht klar. jeder will das, nicht jeder kann das und das ist völlig in Ordnung. Ja, aber auch da gilt wieder Chance geben und es hat sich langsam aufgebaut. Ich habe auch Leute kennengelernt, mit denen ich dann befreundet war, wo ich dann wieder gesagt habe, so nach 3 Monaten, wo ich gesagt habe, au, Digga, passt doch nicht so. Ja, also, nee, ich habe keine Zeit, nee, ich möchte nicht. Und dann kann ich jetzt sagen, dass nach knapp über 5 Jahren, dass ich sage, ich bin in einem sehr stabilen, coolen Freundeskreis angekommen und ich suche auch gar nicht so viele neue Freunde. Also, Ich unterscheide da auch, also viele meinen immer, jeden, den man kennt, muss ein guter Freund sein. Freundschaft ist was sehr, sehr hoch anzusiedelndes. Ja, ein Freund ist kein Bekannter und es reicht auch, wenn man wirklich 3, 4, 5 gute Freunde hat. Das ist schon viel, finde ich. Ja, und da muss man auch so ein bisschen klar differenzieren. Man kann auch nicht erwarten, dass man jetzt in die Welt hinausgeht und jeder hypt einen und sagt dann von wegen, boah, du bist jetzt ein geiler Typ und ich will unbedingt mit dir befreundet sein. Das muss ja auch gar nicht sein. Ne? Also, 2 Stunden. Eine Frage würde ich noch nehmen. Ist denn nach einer gewissen Zeit des Ausstiegs der Nostalgiefaktor hoch? Danke für die Antworten. Also, Paper Street, ich kann sagen, ich habe überhaupt keinen Nostalgiefaktor. Gar nicht, Also, gar nicht. also wenn Marisa jetzt hier wäre, ich habe auch keinen frischen Kaffee, weil Marisa ist ja bei Dori heute, das neue Baby angucken.
Und ich bin nie, ich gucke nie wehmütig zurück und sage, ach, die gute alte Party da, ach, was war das lustig. Ich erzähle natürlich öfters mal Anekdoten. Ja, dann fragen Leute, erzähl mal eine Anekdote, irgendwas Lustiges oder sonst was oder so. Oder was da los war, wie wir was gemacht haben. Aber Nostalgie und Wehmut habe ich gar nicht. Es gibt da Null. keinen Moment, wo ich das habe. Ich fände es auch komisch. Also mich fragen Leute auch immer, ja, bist du manchmal nicht auch ein bisschen schwermütig oder nostalgisch, wo ich denke, ich so, ja, dann wäre irgendwas falsch gelaufen. Ja, wenn man erkannt hat, wie falsch das alles war und welchen falschen Schein man da gefrönt hat, dann kann man nicht sagen, ich bin davon ab, wenn man auch sagt, wegen, ach, das war aber damals doch ganz toll oder war eine super Zeit. Ne? Klar hat man sich damals auch mit Leuten Spaß gehabt, sonst wäre man auch nicht so lange dabei gewesen. Ja, man muss aber dann im Nachhinein auch sehen, unter welchen Voraussetzungen das möglich war. Ja, und wenn man heute ist und da habe ich auch überhaupt nicht. Also ich will davon eigentlich auch nicht mehr viel wissen. Klar, ich erzähle auch in meinen Streams oder zeige mal alte Fotos und so, aber ist nichts, was ich glorifiziere und sage, boah, war das damals aber eine tolle Zeit. Also im Gegenteil, damit will ich aufklären und sagen, ich habe das damals gemacht und heute stehe ich so dazu. Wenn man da noch nostalgisch ist, hat man meiner Ansicht nach nicht ganz den Absprung geschafft. Ne? Axel, vielen lieben Dank wieder für deine Zeit. Dankeschön an die Mods, Dankeschön an alle Kanalmitglieder, Paten, sonst was, alle, die dieses Projekt unterstützen. Alleine, dass ihr es guckt, dass ihr uns Zuspruch gibt, dass wir Leute hier motivieren, sich zu verändern, geht Riesenrespekt raus, Ehrenmenschen. Axel, ich überlasse natürlich dir auch wieder oder gebe dir einen Raum hier für ein Statement noch an die Community. Ja, entgegen meiner Gewohnheit fasse ich mich kurz. Ich danke euch fürs Zuschauen. Checkt meinen Kanal aus. Der Reizeffekt, den der Philipp vielleicht unter diesem Video wieder Wenn du verlinkt, mich wenn du dich nachher erinnerst, erinnerst. wird gemacht. Ansonsten glaubt an die Veränderung des Menschen. Unser Standardspruch, hasst den Extremismus, nicht den Extremisten. Wir sind der beste Beweis. Menschen können sich ändern und man muss den Leuten auch die Chance dafür geben. Ja, Axel, Dankeschön für deine Zeit, Dankeschön für deinen Input. Nächste Woche wird safe wieder was kommen mit uns zusammen. Nächste Woche geht es vielleicht auch nochmal live wieder mit Martin. Dann gibt es einen Geburtstagsstream. Habe ich das schon erwähnt, dass ich Geburtstag habe? Nächste Woche nein. Okay, hier drunter sammle ich für den gemeinnützigen Verein, falls jemand da Lust hat, was zu geben, ist zur Hälfte absetzbar von der Steuer. Der Staat beteiligt sich mit 50%. 10% gibt es auch noch von Better Place obendrauf. Dankeschön für den Support auf jeden Fall. Ich verabschiede mich bald ins Wochenende sozusagen, darf jetzt gleich Gartenarbeit machen. Ich kann es sagen, egal in welchen negativen Sachen ihr drin seid, sei es Drogen, Alkohol, Extremismus, es gibt immer die Möglichkeit zu einer Veränderung. Es gibt Menschen da draußen, die auch helfen können dabei. Für den Erstkontakt stehen Axel und ich auch parat. Wir haben auch ein Netzwerk dahinter, wo wir hin weitervermitteln können. Es gibt ein gutes Leben nach dieser negativen Zeit. Das heißt nicht, dass danach alles nur im grünen Bereich ist. Auch da wird es wieder Probleme geben. Aber grundsätzlich kann man sich verändern zu einem positiven Leben und das Leben mit mehr Freude leben. Ich habe es selber erleben dürfen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich kann es auch immer wieder sagen, ich habe Axel nun auch persönlich schon mehrmals kennengelernt und ist heute auch eine Person mit einer ganz anderen Ausstrahlung, eine sehr liebenswerte Person, auch mit seiner Freundin zusammen. Und deswegen hoffen wir, dass wir noch ganz andere dazu motivieren, sich zu verändern. Die Möglichkeit ist immer da und das ist eine Konstante im Universum. Und das ist die Veränderung. Also, Leute, ich bedanke mich wie immer bei allen und ja, verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.